Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu Civilization Game of Thrones Song of Ice and Fire, eine Mod für Civilization 6, die wir beim großen Civ-Event auf Rocket Beans TV spielen. Und heute werde ich da einmal schon reinschauen und mit euch gemeinsam schon mal eine Runde zocken. Für alle, die das gar nicht kennen, so sieht das aus. Wie kriege ich das, fragt ihr euch, das sage ich euch. Ihr geht einfach in den Workshop hier oben und dann gebt ihr das hier ein. JT ist Song of Ice and Fire, gibt es hier so ein paar Bilder zu. Und auch ein kleines Video, nee, doch nicht, aber auf jeden Fall mal ein paar Bilder der ganzen Anführer könnt ihr euch da angucken. Und das müsst ihr dann hier abonnieren, drückt ihr hier auf Abonniert und dann könnt ihr das Ganze ganz normal in eurem Civilization starten. Und das sieht so aus, dann geht ihr einfach auf Singleplayer, Create Game und sucht dann hier bei Choose Map Type nach der Mod, die ihr abonniert habt und die heißt Scenario War of the Five Kings. War of the Five Kings. Kennt man ja aus der Serie, aus den Büchern. Und dann könnt ihr hier bei Advanced Setup einstellen, welchen Leader ihr wollt. Und da sind sie alle. Renly Baratheon. Oder wie man im Deutschen sagt, Baratheon. Robb Stark. Roose Bolton. Stannis Baratheon. The Night King. Tywin Lannister. Walder Frey. And many more. So, wir entscheiden uns für Stannis Baratheon, weil mir gesagt wurde, dass das der einzige Charakter ist, der sich so ein bisschen unterscheidet dadurch, dass er eine leicht andere Geografie zu Beginn des Spiels hat. Wir starten einfach mal, den Rest mache ich Random Leader, wobei ich glaube ein paar sind schon bekannt, aber das ist eigentlich egal, aber wir können ja mal die, von denen wir wissen, dass sie dabei sind, schon mal reinmachen. Das ist auf jeden Fall Edmure Tully. Dann haben wir Lisa Arryn ist in jedem Fall dabei. Olenna Tyrell ist dabei. Dann ist Renly Baratheon auch mit am Start. Wo bist du? Da, Renly. Und als letztes haben wir natürlich noch Tywin Lannister. Der ist da. Den Rest machen wir random. Und ja, genau, wir sind Stannis Baratheon. Dann starten wir mal das Spiel. Und dann werdet ihr gleich sehen, wir beginnen natürlich so auch dann dementsprechend im Mittelalter oder was auch immer das ist. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Richtig. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Viel mehr hat er nicht zu sagen, was denn auch, weil dieser Leader wurde natürlich nicht vertont. Aber schön gemacht hier mit dem Bild und so. Ja, und die können auch irgendwelche neuen Sachen halt. A truly just man, additional military and diplomatic policy slots, das finde ich schon mal ganz cool. The night is dark and full of terrors, das hat ja immer diese Hexe zu ihm gesagt. Inquisitors can remove heresy one extra time. Combat units have a bonus of plus 4 combat strength against players of following other religions. Player following, ja. Dann hat er Licensed Pirate, das ist eine Unique Naval Unit, also ein Schiff, wenn ihr so wollt. Storm Soldier, Unique Land Unit, ja, Storm Soldier, okay. Siege Storeroom, das ist ein Gebäude. Ich weiß nicht, ob das ein extra Gebäude ist oder quasi im Distrikt nochmal eine Erweiterung. Ich schätze mal, es ist ein extra Gebäude. Und Marches Archer, das ist auch nochmal eine spezielle Unit. Wir fangen einfach mal an und ihr werdet direkt sehen, oh, was ist das denn? Ja. Okay, wir haben geilen Scheiß erfunden. The crew of Licensed Pirate from Baratheon of Dragonstone invent the Sailor's Yarn after their first sea voyage. Dankeschön. So. Und, Kartografie. Und was noch? Okay, der Fortschritt für Söldner wurde, Horeka wurde gefunden. So, das ist die Map. Wo packe ich mich mal am besten hin, dass ich euch am wenigsten störe? Hier vielleicht, ich weiß es nicht, auf Dauer, wo bin ich der beste Nils. Genau. Und ihr seht, das Spiel beginnt schon zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt. Alle haben schon Städte und Ländereien, es gibt wenig Siedlungsraum noch, wo wir uns ausbreiten können, mit einer Ausnahme, und deswegen habe ich Stannis Baratheon genommen, weil der hat hier im Osten noch dieses ungeclaimte Land, wo lediglich ein paar Stadtstaaten drauf sitzen.
Und da könnten wir uns theoretisch noch ausbreiten, haben dafür aber auch nur so vier kleine Städte. Die anderen haben ja alle mehr. Das ist Lisa Arryn. Ach, das ist die Verrückte. Ah ja, na gut, das kann ja mal passieren. Und der ist auch nicht besonders relevant, aber ja, das ist alles so ein bisschen fast schon so Nebencharaktere, ne? Genau. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie sich das jetzt hier so ausspielt. Also, das sind unsere vier Städte: Sharpoint, Driftmark, Claw Isle und Dragonstone. Wir haben ein paar Einheiten, also wir können auch nicht direkt angegriffen werden. Wir können angegriffen werden, aber wir können uns wehren. Das ist der Storm Soldier, der ist neu. Plus 5 Combat Strengths against Anti-Cavalry. Jetzt stehe ich da genau vorne. Müsst ihr mir einfach glauben, was ich sage. Combat Strengths. Achso, das habe ich ja gerade schon gelesen. Okay, das ist einfach die Spezialeinheit. Ja, dann würde ich mal sagen, pumpen wir jetzt Siedler, oder? Was willst du anderes machen? Erstmal Forschung. Ist hier irgendwas Neues? Geht. Wir können. Oh, Military Engineering. Vielleicht brauchen wir ein bisschen direkt was zu Beginn mit Schiffen, ne? Ja? Ist vielleicht nicht so schlecht. Forbidden City ist natürlich auch nice. Oh, das ist. Salpeter ist wichtig. Das zeigt uns direkt, wo Salpetervorkommnisse sind. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann hier, was haben wir denn hier alles? Das ist schon okay. Mercenaries haben wir das Heureka. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich eine bessere Staatsform. Okay, wir haben schon Political Philosophy haben wir schon. Wir gehen erstmal darauf. So, und jetzt müssen wir gucken. Was ist denn die größte Stadt? 4, 7, da müsste eigentlich hier Dragonstone. Aber warte, bevor wir das machen. Oh, es gibt auch komplett neue Governor. Ich drehe durch. Jaime Lannister, Varys, der High Sparrow, Davos, Theon Greyjoy, Master Pycelle, Tyrion und Melisandre. Ja, also Melisandre ist natürlich eigentlich, wenn wir jetzt hier Stannis Baratheon nehmen, diejenige, die wir nehmen müssen. Die Red Priestess. Religious pressure to adjacent cities is 100% stronger from the city plus two faith for every specialty district in the city. Okay, also die geht erwartungsgemäß hart auf Religion. Dann haben wir Tyrion, Master of Coin. Der wird natürlich Geld bringen. Acquire new tiles in the city faster. Plus 3 Gold pro Runde from each foreign trade route. Ah, okay. Double Adjacency-Bonuses from Commercial Hubs and Harbors in the City. Or the City receives plus 2 Gold from each unimproved feature. Tiles adjacent to unimproved features receive plus 1 Appeal in the City. Okay, aber das be bezieht sich nur auf unbestellte Felder. Das wird ja vermutlich jetzt hier nicht so viel sein, weil das alles sehr eng gebaut ist. Okay, ey, ich gehe immer falsch raus. Dann haben wir Pycelle. Was kann der? Oh, Science and Culture generated by the city. Das finde ich schon sehr interessant. Culture und Science finde ich immer sehr wichtig. Okay, dann Theon Greyjoy. Oh, auch gut. All builders trained in the city will get one plus one build charge. Also es ist alles neu, ne? Also nichts davon, oder wohl, es gibt einzelne Vorteile, die vielleicht auch im Hauptspiel sind, aber in der Zusammenstellung sind die alle anders. Das ist jetzt nicht, dass einfach nur das Bild geändert wurde. Plus 20 Production towards constructing districts in the city ist natürlich dann auch insbesondere für neue Städte sehr interessant. Can construct the fishery improvement. Plus one food. Plus 0,5 housing. Plus one food in adjacent to sea resource. Okay. Okay, dann haben wir noch Davos, der Schmuggler. Plus 50% Yields from Plot Harvests and Feature Removals in City. Ja, aber das ist, glaube ich, eher so Magnus-mäßig, ne? Der kann das ja auch beim Wald entfernen, dann Bonus, Produktionsbonus bekommen. Plus 20 Growth in the City. Handelsrouten, die hier enden, bringen uns noch plus 2 Nahrung für die
Startstadt. Settlers trained in the city do not consume population. Okay, das ist eher so Magnus, der Typ. Der ist natürlich schon mal ganz cool. Insbesondere, wenn ich noch Siedler jetzt bauen will. Deswegen sollte ich, wenn überhaupt, glaube ich, jetzt den zuerst nehmen, damit ich dieses Siedler-Ding noch mitnehmen kann. Brauche ich natürlich aber... da hier, genau, Governor Titles Available 8. Das heißt, ich kann direkt 8 Punkte ausgeben. Dann geben wir hier auf jeden Fall bis hier. Ist klar, den merken wir uns. Dann der High Sparrow. Der ist auch wieder Religion. Eins zu eins Magnums mit anderem Bild. Ja, aber bei den anderen nicht, oder? Das war der erste, ne? Bei dem es 1:1 war, nachdem ich es gesagt habe, ne? So, Varus can be assigned to a city state. Okay, das ist dann, wie heißt die? Pangalia? Nee, nicht, warte, wie heißt sie noch? Ja, okay, ich glaube, das ist relativ gleich. Ich weiß nicht, ob alles gleich ist. Und was kann Jaime Lannister? Die mit dem Kopftuch. Armani heißt die, genau, danke. Armani. So, was macht Jaime? Jaime increases city garrison plus... Okay, das ist der Soldat-Typ. Ja. Das ist der Soldat-Typ. Okay. Also, wir machen Folgendes. Wir wollten jetzt, was habe ich gesagt, Davos, oder? Ja. Davos wird auf jeden Fall mal nach Dragonstone geschickt. Und dann wollen wir den direkt auch promoten. Und zwar hier Settlers Trained in the City. Und 20% Growth können wir auch mitnehmen. Den Rest sparen wir uns auf, weil wir haben noch nicht so die ganzen Kraftwerke und so haben wir noch nicht. Okay, das haben wir jetzt mal gemacht. Dann wollten wir, war das Pycelle? Ja, den nehmen wir auch. Pycelle geht nach, wir müssen erstmal gucken, warte. Wer hat denn den höchsten Forschungsoutput? Claw Island haben wir 2 Forschung gerade. Okay, 3,6 und oh, 8,5. Ja, hier wäre der besser, aber pass auf, wir setzen ihn jetzt erstmal nach Driftmark und können dann immer noch später ändern. Jetzt geht er erstmal nach Driftmark. Wir hatten überhaupt die höchste Produktion. 14. Ja, es passt schon. Dragonstone muss erstmal die Siedler pumpen. Okay. Dann promoten wir den natürlich auch Science und auch Culture auch. Der kommt später in die größere Stadt. Das ergibt einfach Sinn. Und das machen wir auch. So, haben wir schon einige Punkte verbraten. Ja, die Frage ist, wie viel gehen wir jetzt auf Religion, ne? Da haben wir natürlich einige Freunde. Tyrion. Religious pressure to adjacent cities is 100. Allows city to purchase districts with faith. Ist eigentlich auch ganz interessant. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar appointen wir die mal dann nach Claw Isle. Eh noch keine Religion. So, assign. Und dann... Achso, hier habe ich keine Promotions mehr übrig. Egal. So, haben wir das auch gemacht. Dann fangen wir mal an in Dragonstone. In Dragonstone bauen wir jetzt Siedler. Settler. Bam. Schicken die hier rüber. Und gucken, dass das da klar geht. Gleichzeitig machen wir unsere Piraten mal darüber und schauen mal, dass hier kein Ärger ist. Dass alles sicher ist. Achso, da darf ich noch gar nicht. Wir dürfen nicht im Ozeangelände. So, dass wir einmal kurz ein bisschen scouten. Da scouten wir auch.
Alle mal ein bisschen verteilen hier die Schiffe, ne? So. Der Rest kommt hier hin. Da müssen wir noch ein paar Leute, die gerade nichts zu tun haben. Die schicken wir auch rüber. Und dich auch. Die müssen hier aufpassen, dass die Siedler nicht ermordet werden. Okay. So. Noch ein Schiff. Schicken wir einfach mal mit. Okay. Die bleiben hier. Passen gut auf. Können wir hier sonst noch irgendwo... Die Grenzen sind alle geschlossen. Du auch. Okay. Ah, es scheint noch einiges... Oh, guck mal hier. Können wir doch direkt Fischis, Baumwolle, Ferdis, Eisen. Da müssen wir richtig pumpen jetzt. Eigentlich müssen alle vier Siedler bauen. Dass ich direkt hier so reinwämse. Wisst ihr was? Ich baue jetzt einfach in allen vier Städten. Okay, warte mal. Da vielleicht nicht unbedingt. Oh, okay, das dauert ja ewig. Was ist denn das für eine... Ach so, das... Ja, okay. Der hat hier einfach gar nichts. Obwohl die schon mit... Der hat null Produktion, der Typ. Claw Isle ist wirklich lame. Claw Isle ist massiv lame. Oh, da ist noch ein Dingsbums. Dorf. Ist das das einzige? Ja, ne? Was macht Dragon? One tile impassable natural wonder. It appears as a mountain and provides plus to science and plus to culture. Wenn man es bestellt. Achso. Na gut. Okay. Dann fangen wir mal an. Hier oben haben wir im Norden die Boltons. Oh, das ist das hier, ist The North. Oh, die Boltons sind komplett vom Norden eingeschlossen. Guck mal hier. Okay, das kann ja keiner sein, ne? Die Boltons haben einfach drei Städte und sind vom Norden komplett umzingelt. Und der Norden einfach 20 Städte. Ich weiß nicht genau, ob die Map... Ich glaube, sie wird nicht auf die Art gespielt. Die ist eigentlich viel zu groß, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob die alle Fraktionen dabei sind. Das ist doch hier... Dorn, genau. Pedro Pascal kommt daher. Komm, let's go. Achso, der kann hier mal Wache halten. Beziehungsweise da. Ja, da an der Grenze. Da habe ich ein Lager gesehen. Das finde ich nicht gut. Wie weit können wir schießen? So, die räumen da mal auf. Okay, da haben wir hier... Oh, ich habe vergessen übrigens Government zu machen. Das war ja blöd. Production towards Wonders. Bringt erstmal nicht so viel, weil wir gar nicht den Raum haben für Wunder. Das heißt, wir müssen erstmal das hier machen. Haben wir einfach gerade vergessen. Was ist los? Wieso darf ich nicht? Was soll denn das? Ah, jetzt. So, machen wir mal zu Beginn. Vielleicht doch nochmal die Barbarengeschichte. Ist das notwendig?
Wir haben plus 17, ein bisschen Geld verdienen ist auch nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir das mal. So, dann, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch nicht einen Campus, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall 50% Produktion für Siedler. Das ist ja klar. Dann Builders müssen wir eigentlich auch gleich machen. Ich glaube, wir haben noch nicht einen Campus gebaut. Deswegen machen wir erst Production in Cities. Dann machen wir das hier. Der erste Abgesandte bringt uns plus 1 Abgeordneten. Dann, oder Abgesandten. Your Trade Routes to an Ally City provide plus 3 Gold for. Haben wir noch. Machen wir mal das. Und dann nehmen wir Great Scientist. So, machen wir jetzt mal. Stark. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich. Ah, Mist, da ist schon einer drin. Das ist ein. Was ist Pentos für einer? Trade. So, gehen wir erstmal aufs Ding zu reden. Wir werden hier gleich noch mehrere treffen, da die werden wir auch noch gleich treffen. Können wir mal hinradeln auch, eigentlich. So. Und du gehst dahin. Du bleibst da. Okay. Die müssen wir uns kümmern. Nächste Runde. Jo, mach mal. Was ist los? Was ist los? Hä? Okay. Man weiß natürlich nicht, wer Stannis kriegt am Ende, ne? Okay, warum dürfen die mich beschießen? Das finde ich nicht in Ordnung. Das ändern wir natürlich direkt. So. Tschüss, was machst du jetzt? Nichts mehr machst du. Sehr gut. Der kann da warten. Und der kann kurz zum Heilen kommen. Der wartet da mal eine Runde. Dann ballern wir den auch weg. Okay. Und wir gehen weiter zum nächsten Stadtstaat. Nächste Runde. Ah, was haben wir hier gefunden in dem Dorf? Okay, einfach ein Zeitalterpunkt. Oh, hier ist geil. Was ist denn hier los? Hier wird ja rebelliert. Das soll mir recht sein. Das ist mir egal. Das ist nett. Danke. Ein Zeitalterpunkt. Und Barbarian Outposts. Ja, das ist mir doch total egal. Der soll sich da mal heilen. Okay. Und wir erkunden weiter fröhlich das Land. Du ballerst den hier um. Und du den. Und dann müssen wir das natürlich auch gleich einnehmen, logischerweise. Du gehst. Jo. Du gehst. Kann er eigentlich mal warten, so als Scout. Der sieht dann direkt, wenn jemand kommt und frech wird. Oh, der baut hier, glaube ich, Machu Picchu. Für so einen Quatsch haben wir gar keinen Platz hier. Was ist denn das? Meteoritenschläge. Mir egal. New City Side, City Quest. Ja, was willst du haben? Oh, Send Trade Route. Okay, das ist. Wer ist das? Tyrosch. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Darf ich da durch? Nope. Okay, dann komme ich hier auch nicht weiter. Schade. So, hier haben wir einen Bilder. Fische haben wir ohne Ende. Für den wäre natürlich jetzt eine Religion gut, die einen Boni auf Fisch hat. Weil die, in Fisch können die sich ertränken. Okay. So, da ist unser neuer Siedler. Wir können den ersten vielleicht wirklich an die Küste setzen. Und den zweiten hier so hin. Dann hätten wir, was haben wir denn hier? 2 Fuß nur. Da ist noch Kupfer. 1, 2, 3. Aber 3 weg. Perlen im Zweierbereich. Ja. Gehen wir jetzt erstmal hin. Finde ich eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. So, den ballern wir weg. Oh, der ist hartnäckig. Und wir bauen. Erstmal müssen wir an die Siedler ran. Siedler. Und Siedler. So, wir müssen das hier alles einfach. Ey, guck mal, da ist ja noch so ein Häuschen. So, der müsste jetzt eigentlich 2 mir geben, normalerweise. Okay, das hat nicht geklappt. Schade. Oh, guck mal hier. Haha, er hier. Doran Martell. It's an honor. Okay, gut. Nehme ich. Und dann können wir, glaube ich, die nächste Runde beginnen. Lodi, Lodi. Ja, da müssen wir uns, glaube ich, schon zu Beginn ein bisschen Zeit nehmen, zu verstehen, was die Leute hier alles können. Auf dieser Map. So. Fischi Fisch. Oh, du kannst da mal warten und ihr zerballert den. So. Ah, guck mal, wir können schon Promotion machen. Ja, machen wir Navy dann jetzt. Gut. Ja, bleib mal da stehen. Das war's schon wieder. Die Governor sind established, das ist gut. Jetzt haben wir 3 Siedler hier noch auf Halde. Und dann pumpen wir hier richtig. Was mit dir? Du gehst darauf. Sehr gut. Okay. Darf ich jetzt hier durch? Sind wir jetzt Freunde? Ja. Sehr gut. Wie viel Geld haben wir? 399. Jetzt können wir überlegen, ob wir einen Trader kaufen. Das mache ich einfach mal. Das ganze Geld für den Trader ausgegeben. Ja, du darfst auch kommen. Renly Baratheon. Er weiß ja nicht, was mit ihm noch passiert. Okay. Most welcome. Goodbye. City State Meeting. Mal der Reihe nach. Okay, die können promoted werden. Dann, nein! Das war dumm. Da habe ich jetzt aus Versehen eine Runde verschenkt. Weil ich die Promotion vorgezogen habe. Das wollte ich gar nicht. Naja, es ist, was es ist. So, und wir schicken jetzt nach Tirosh, weil die haben die Quest. Und dann sind die meine besten Freunde für immer. Deswegen. Hier, Tirosh. Gibt auch 18 Mark. Runde. Und als nächstes, wir haben hier kaum noch Platz für irgendwelche Verbesserungen. Wir haben hier auch kein Holz mehr und nichts. Krass, Schildkröte. Da können wir doch noch bauen. Also mit dem Eisen, das ist auch schon. Ja, das können wir noch machen.
So, wir können hier weiter fröhlich entdecken. Da dürfen wir nicht. Kommen wir hier rum? Vielleicht. Also. Haben wir Mühe schon entdeckt? Warte. Ja, Tirush ist jetzt unser. Da sind wir Suzerän von, das ist gut. Und normalerweise. Was wollen die denn eigentlich? Train a Marches Archer, recruit a Great Merchant, Great Writer, Great General. Ja, wir sparen uns mal einen auf. Ey, Soon! Das ist ja unfassbar. Was macht Soon hier? Das habe ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht gedacht, dass Soon hier ist und spioniert. Das hätte ich wirklich nicht. Ich hätte das für einigen Leuten zugetraut. Aber Soon, der Speerspitze der Fairness. Oh, ich wusste es. Jetzt ist da oben original noch einer gespawnt. Aber ist mir doch egal. Ich krieg dann einfach mehr Punkte. Mehr Erfahrungspunkte. Dann ist das halt so. So, der Settler ist fertig. Dann, whoop. Geh mal los. Das ist Dragonstone. Warte mal, was die als nächstes bauen. Völlig richtig. Einen Settler. Ich passe nur auf den Chat auf, hab den Stream gar nicht offen. Und das schreibe ich gerade ohne Kontext aus dem Stream, falls Nils irgendwas in die Richtung gesagt haben sollte. Okay, das glaube ich dir. Du bist so ein glaubwürdiger Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mich anlügst. Oh, was war mit den Grenzen hier gerade? Oh, ein neues Barbarencamp. Mir egal. Schockt mich nicht. Wir bauen einfach hier Sweetport Sound. Wir nennen die Stadt aber anders. Wir nennen sie Spionage-Soon. Spionage-Soon und da bauen wir als erstes. Oh ja, Siege Storeroom. Ah! 2 Food and plus 10 Defense Hit Points. Und plus 2 Housing. Ah, oh, das ist ein ganz, ganz nettes Gebäude. Aber wir sollten mit was ist jemand anfangen. Okay, endlich. Bist du mein? Das Barbarencamp, alles klar. Dann können wir jetzt hier auch in Ruhe weiter reiten. Oh, nein, 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 never mind. Entschuldigen Sie bitte. Okay, wir erkunden nur ein bisschen. Und der noch da. Und der wird einfach hier Wache stehen. So, und der geht gleich ein weiter und holt sich das Dorf noch. Hier haben wir sehr viel Gebirge. Das ist ganz gut für alle möglichen Bezirke, die einen Bonus von einem Berg bekommen. Also Campus und Tempelanlage. Der wird nicht so wirklich davon profitieren können. Hier vielleicht, ne? Obwohl, was ist das? Ne, da ist schon Berg. Obwohl, dann doch hier oder so, ne? Wir schauen mal weiter, was hier noch so gibt. Wir müssen ja schon mal vorausplanen. Okay, hier sind wir, glaube ich, ein bisschen dicht am Stadtstaat, ne? Eins, zwei. Oh, alter Schwede, der hat ja schon richtig krasse Grenzen. Da können wir nicht bauen. Oh, da ist Bravos. Bravos. 1, 2. Ja, ich meine, theoretisch könnten wir hier noch bauen. Aber da ist ja eigentlich nichts, ne? Da sind nur ein paar Berge. Aber reicht für ein paar Bezirke. Wo bist du? Wo gehen wir als nächstes hin? 1, 2, 1, 2, hier irgendwo an den Fluss ran. Vielleicht auf das Luxusgut.
Oh, hier ist so viel. Ich glaube, wir gehen dahin. Das war keine Produktion. Hier haben wir eine Hügelkette. Die ist wichtig für Produktion. Wenn wir jetzt hier hingehen, am 1, 2. Ist alles nur so plain, 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 plain. 1, 2, 3, 1. Eisen hätten wir dann noch. Aber hier ist natürlich schön Produktion auf diesen Hügeln drauf. Hier hätten wir noch zwei Hügel. Drei Hügel im weitesten Sinne. Ich will aber recht ein bisschen enger bauen. Ich gehe einfach hier hin. Hier ist ein bisschen Produktion, diese beiden Hügel da. Das ist ein bisschen Produktion. Und zur Not kommen wir immer noch mit hier bis an diese Grenze ran. Eins, zwei, drei und den auch noch. Also vier Hügel. Komm, das machen wir jetzt. Da mache ich, gehe ich jetzt hin. Ja, da bauen wir mal den Hirsch. Und weiter geht's, würde ich sagen. Oh, was willst du? Ja, du bist willkommen. Oh, Baratheon hat Dorne den Krieg erklärt. Also natürlich gewagt. Aber Dorne kann sich auch nicht wehren, oder? Dorne to be alive. Genau, wir wollten hier mal ein bisschen weiter schauen. Da darf ich nicht ran, das ist Kriegserklärung. Dann bleibst du da stehen und wir fahren nach Hause. Du bleibst da. Spionageaktivitäten im Norden. Das ist Dorn. Okay, Krieg. Krieg. Outpost. Oh, was? Was ist das denn? Wer hat wofür Experience bekommen? Ach so, für das Dorf, was ich eingenommen habe. Oh, wir brauchen hier mehr Housing. Das machen wir gleich. Ah, was haben wir denn? Lass mich mal kurz gucken. Wir haben hier zwei Berge. Zwei Berge. Wenn ich jetzt dahin gehe, könnte ich hier zwei Minen machen. Ist auch ein Berg. Hier ist direkt die Grenze. Hier kriege ich nichts raus. Da habe ich irgendwie so einen Fisch. Also im Norden ist nichts zu holen, wenn ich hier eine Stadt gründen würde. Nichts zu holen. Was bringt die mir denn noch? Ich glaube, ich gehe dann lieber auf die andere Seite. Dann habe ich hier noch ein bisschen. Könnte ich hier die Hügel mitnehmen? Wenn ich jetzt da oder so hingehe, oder da habe ich gesagt, baue ich den nächsten 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Ich glaube, hier wäre so besser, ne? Vielleicht auf der Seite. Komm, wir gehen mal mit dem nach oben. Gucken uns das mal an. Dann sparen wir uns das. Ja, bleib mal da stehen. Was will er denn wieder? Nee, der bedroht mich, weil ich die Stadtstaaten zum Freund habe. Aber ich lasse mich ja nicht bedrohen. Ah, oh, hier sind auch schöne Ressourcen. Ja, da gehen wir als nächstes hin. Jemand hat ein Wunder gebaut. Oh. Unabhängigkeitsbewegung in Dorn. Interessant, hier ist ja auch was los. Die könnte ich mir vielleicht. Oh, warte mal. Pass auf, was ist denn, wenn ich so völlig ohne Hintergedanken hier mal ein paar Truppen formiere und dann eventuell mir diese Stadt hier schnappe? Wann hat die denn? Kann ich das sehen?
In 8 Runden ist hier eine Rebellion in den Riverlands. Und dann ist die Stadt for the grabs. Dann hole ich mir die einfach. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, aber wir probieren das. Würde mir die in den Schoß fallen. Wäre schon ganz gut. Oh, was war das? Ist der wahnsinnig? Ah ja. Kein Problem. Nächster Siedler. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Da sind noch Barbaren-Camps, die hole ich mir gleich. Und ich gehe erstmal in diese Richtung, grob. So, dann lass uns mal mit meinen Schiffis Richtung Barbaren-Camp. Das räuchern wir einmal aus. Hier ist zwar auch schon Police und so, aber wir helfen ein bisschen. So, Dragonstone pumpt noch einen Siedler. The Dragon Pit. Alter, plus 20 Culture in the City. Krass. Ja, das müssen wir später machen. Jetzt ist erstmal Siedlerzeit. Ist das die vollständige Karte oder muss ich noch mehr erkunden, fragt Marzipan Hans. Nö, das ist die vollständige Karte. Alter, was ist das denn? Vulkanausbruch? Oh, es ist aber unfreundlich. Ja, das müssen wir erstmal vorziehen. Leider gibt es keine Erfahrungspunkte für einen Vulkanausbruch. Geil. Hier warten wir jetzt einfach mal. Darauf, dass hier die Rebellion abgeschlossen ist. Hier. Tschüss. Das nervt. Und du bleibst da. Oh, jetzt sind wir in 10 Runden. Mist, vielleicht kann er das noch abwenden. Ist mir gerade zu gefährlich. Ja, warte mal bitte eine Runde. Und bam. So, die hauen wir weg. Keiner macht den Barbaren. Oh, der hilft mir mit dem Barbaren. Das ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir hier Turtles. Eine Luxusressource. Wie viel Geld haben wir jetzt? Oh, wir haben 808 Mark. Das heißt, wir kaufen uns von dem Geld hier mal einen Builder. So. Aha. Das müssen wir säubern. Der kommt nicht so schnell dahin. Warte. Was habe ich jetzt gesagt? Da, ne? Okay. Schieß kaputt. Das gibt schöne Erfahrungspunkte. Den nehmen wir mit. So, nächste Runde. Oh, was möchte sie denn? Die ist zwar verrückt, aber die hat eine geile Burg. Also in der Serie fast uneinnehmbar. Deren Festung. Okay. Feudalismus, dankeschön. In der Demokratie zählt. Change Policies, was bedeutet das jetzt? Was haben wir jetzt neu? Newly trained builders gain 2 extra build actions. Kann ich nicht. So. Okay. Choose production. So, da haben wir jetzt den Siedler. Jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass die hier ein bisschen besser werden. Was fehlt denen denn? Housing ist noch okay. Aber das machen wir jetzt mal. Richtig, richtig gut gemacht einfach. Dann gehen wir hier auf
Ah, erstmal auf Wachstum. So, hier haben wir keine Dingsbums. Du gehst auch erstmal weiter. Beziehungsweise die können auch nach Süden gehen. Pass auf. Wir nehmen... Na, der ist noch nicht ganz ausgeheilt. Wir nehmen den hier. Schicken den hier rüber. Und dann wird der andere Siedler, der hier, der geht mal mit nach Norden, nach Süden. Und wir gucken mal, ob wir hier vielleicht noch uns irgendwo reinzecken können. Fände ich gut. Ja, hier wollten wir die nächste Stadt gründen. Machen wir. Die Stadt heißt Soon Show Weg. Und da bauen wir auch mal ein erstmal ein Monument. So, der hat aufgeräumt, der geht jetzt und wird hier noch ein bisschen nach einem weiteren Bauplatz Ausschau halten, wobei das vermutlich eher, wir werden hier irgendwo hingehen. 1, 2, 1, 2, also da oder da, ich glaube eher da. 1, 2, dann haben wir hier die Hügel im Zweierbereich. Hier ist der Wald, den brauchen wir jetzt ja nicht abholzen. Das wäre mir zu nah dran. 1, 2. Ich glaube, wir gehen dann wirklich hier hin. Das ist zwar dann 1, 2, 3. Ja, ich glaube, da ist nicht schlecht. Oder sogar... Nee, ich will das... Nee, das ist schon besser. Dann kann ich diese Sache hier noch mitnehmen. 1, 2, 3. Das wäre ein guter Campus-Spot hier. Das hier wäre der perfekte Campus-Spot. Deswegen zögere ich, weil der hat hier 1, 2, 3, 4. Der hat also plus 4 Wissenschaft. Aber ich will eigentlich auch ungern hier Grassland Hills eine Stadt bauen. Weil da haben wir 2 Produktion und 3 Food. Das ist natürlich super geil zu beginnen, um die zu bestellen. Wir könnten, was ist da? Grassland Hills. Wir könnten hier hingehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kriegen wir diese beiden Felder noch mit. Das sind die beiden Hills. Da können wir Minen bauen. 1, 2, 3. Dann werden diese Felder hier werden verschenkt. Dann vielleicht tatsächlich hier. Dann machen wir da den Campus hin. Da vielleicht dann. Da. Plain Hills, 2 Food, 2 Production. Ach so, warte. Das ist Grassland Hills, nicht Plain Hills. Stimmt. Ihr habt recht. Trotzdem würden wir auf der Position dann die... Oh, was ist jetzt los? Wo brennt's? Ah, das ist mir egal. So. Die ballern wir direkt wieder weg. Und das können wir wegmachen. Barbarian destroyed. Ah, der hat eine Beförderung verdient, das ist gut. Wir gehen mal mit dem jetzt nach Norden, schauen mal uns das mal an. Das ist unser Siedler, jetzt holt er sich die unser Arbeiter, der holt sich jetzt die Baumwolle. Next turn. Okay, da wollte ich hier mit hin. Und schauen, ob ich das mit dem Siedler zusammen... Die müssen ja mal einmal so rum, die Siedler können doch nicht, oder keine Einheit... Auch die Schiffe können auch nicht in ein tiefes Gewässer. Die müssen im Kistengewässer bleiben. Deswegen ist der Weg weiter. Oh, dem traue ich ja gar nicht. Aber okay, du darfst kommen. Natürlich jetzt Diplomatie, aber eigentlich würde ich dir nicht bei mir reinlassen. Ist ja klar. So, der ist wieder genesen. Den schicke ich mal mit in die Offensive hier. So, und der wartet da, falls... Oh nein, die haben sich gefangen. Das ist ja blöd.
Ach, das Camp ist weg. Aha. Ja, dann. Warten wir trotzdem. Beziehungsweise den können wir upgraden, ne? So. Alles klar. Commercial Hub müssen wir erstmal alles reparieren hier. Das ist natürlich echt ärgerlich. Gibt es nicht auch ein Je mehr sich die Gouverneur, Wissenschaft der in die verhindert, dass man Kriegsführung Schaden einmischt, nimmt? desto mehr wächst der Bedarf an Genau. Technik. So, ich bin jetzt hier auf der Suche nach Salpeter. Und ich glaube, Salpeter ist sehr selten auf dieser Map. Müssen gleich mal gucken, welcher das ist. Ja, da hast du recht. Nicht Great People. Ich weiß nicht, wer das kann. Irgendeiner kann verhindern, dass ich Schaden nehme. Der militärische Heini. Wer ist er das? Nee. Nee, nee. Religious. Nope. Das. This city's improvements, buildings and districts cannot be damaged by an environmental effect. Also Theon Greyjoy muss auf Sicht hierhin, nach Dragonstone, um uns vor diesem Vulkan zu schützen. Ja. Gut, dass wir das in Erfahrung gebracht haben. Dann baust du mal als nächstes eine Mine. Okay, wir sollten jetzt mal das erforschen. Dann können wir nämlich hier die tiefen Ozeanfelder besuchen. Das verkürzt auch einige Wege. Would you like to visit our nearby city and sample our hospitality? Ja, dem glaube ich, der ist ein guter Typ. Den mag ich, der ist nett. Sehr schön, die kümmern sich um den Scout. Das gefällt mir. So, wir machen eine Mine zum bösen Spiel und bauen direkt. Komm, wir bauen direkt nochmal einen weiteren Builder. Und wir bauen hier nochmal mit dem Geld einen Trader. Und gucken wir hier so den. Ah, da geht's noch. Alles klar. Haben die ein riesiges Territorium? Eigentlich muss ich die erobern. Oh, geil. Die schenken mir ein Katana. Das ist ja nett. So, jetzt könnten wir halt noch irgendwer der Stadtstaaten eine Quest offen, Handelsweg? Nee, ne? Das war alles was anderes. Hallo? Great Merchant. Great Writer und Great General. Dann sortieren wir das jetzt mal nach Geld und sagen, wir gehen nach Pentos, Bravos oder Myr. Dann nehmen wir doch, da gibt es noch Religion. Dann gehen wir nach Bravos. Was ist los? Wieso kommst du nicht? Ah ne, warte, welcher ist das? Achso, der geht rüber. Ah, der ist der neue? Wir wissen es nicht. Der geht mal den langen Weg da entlang. Und ich gucke, dass wir hier irgendwo eine Stadt unterkriegen.
Okay, dann geht's jetzt weiter. Wir brauchen hier mal 5 von 7 Housing. Wir bauen mal Lighthouse. Und okay, damit sind wir jetzt fertig. Wir hatten hier angefangen, den Siedler zu bauen. 8 Runden. Boah, Mist. Das ist hart. 7 von 10 plus 4. Brauchen wir noch nicht so dringend. Ich stelle den jetzt nochmal fertig, den Siedler. Und dann reicht's auch, glaube ich. Boah, gibt es weitere Kriegsvorkommen? Ist mir egal. Das ist also genau, das ist mein Relic. Oh, jetzt kann ich den Pantheon nehmen. So, jetzt wäre natürlich irgendwas geil mit Schiffen. Holy Schmoly. Wonders. Culture from Pastures. Food and Production from Camps. Faith from Mines. Faith equal to 50% of the strength of each combat unit killed with an Ernie. Oh, plus 2 Faith from Geothermal Fissures and Volcanic Soil. Ja, aber geothermische Risse haben wir, glaube ich, gar keinen. Das ist dauerhaft. Camps, Camps, Camps. Was ist denn ein Camp? Ist doch. Warte mal. Was ist ein Camp? Das ist doch eigentlich eine Verbesserung, oder nicht? Ist das nicht der Distrikt? Damit ist doch der Distrikt gemeint, oder? Ah, ne, das ist das gemeint. Ja, aber da haben wir nicht so viele von. Also, da haben wir halt hier gerade eins gebaut. Wo ist er? Da. Da würden wir dann. Da plus eins. Food plus eins Production. Wertet das natürlich auf. Aber wir haben sehr wenig davon. Jetzt erstmal nur eins. Schaf ist glaube ich, auch kein Camp. Ist ja kein Jagdlager. Camp ist ein Jagdlager. Also, dann hätten wir hier oben noch so einen Fuchs, ne? Da könnten wir ein Camp machen, glaube ich. Na, ist viel zu wenig. Schade, nichts mit Fischerboot. Dann eher das: Minen und Luxury Bonus Resources. Ich glaube, Minen, also hier baut man eine Mine, aber ich kann ja auch auf Hügeln eine Mine bauen. Das müsste doch eigentlich auch als Mine durchgehen dann. Oder wäre dann nicht zum Beispiel, warte, hier, da habe ich es gebaut. Das ist auch eine stinknormale Mine. Müsste doch reichen, ne? Dragonstone hat einen Vulkan, ja, das stimmt. Allerdings. Warte. Wo warst du? Wo waren das? Hallo, hallo, hallo. Mars oder Desert Floodplains? Bin ich jetzt blöd? Ach, nur Minen auf den Ressourcen, okay. Ja, also die Echse sind die gerade alle nicht so geil für das, was ich spielen will. Kupfer oder Gips und so, ja, okay. Also diese Wunderproduktion ist halt auch Quatsch. Ich weiß gar nicht, in welchem Zeitalter wir uns befinden, tatsächlich gerade. Pastures waren Weiden, oder? Ja, ich würde fast dann vielleicht das hier nehmen. Religious Idols. Da haben wir ein paar Sachen. Also da sehe ich einige
Also Eisen, es gibt sehr viel Eisen, aber warte mal, das ist Strategic. Fuck. Eisen ist Strategic Bonus, ist zum Beispiel, ist Kupfer das? Ja, Kupfer ist Bonus. Oh, irgendwas mit Strategic wäre natürlich nicht schlecht, da haben wir viel von. Das ist, ehrlich gesagt, alles nicht besonders geil. Fast Luxuries. Wir haben sehr viel Luxury, so im Vergleich. Und ich glaube, ich nehme fast dann, ah ja, das hier, genau. Plus Two Faith from Geothermal Fissures and Volcanic Soil. Das hatte ich die ganze Zeit gesucht, ich habe nicht zu Ende gelesen. Volcanic Soil wäre dann das hier. Ich weiß nicht, ob das durchgehend Volcanic Soil ist. Aber dann hätten wir natürlich das. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da. Das wird ja nicht bewirtschaftet. Die zählt ja nur, wenn es bewirtschaftet wird. Nehme ich mal an. Und da habe ich ja schon zwei Bezirke drauf. Also 1, 2, 3 maximal. Aber plus das 4. Also maximal 4 Felder. Sofern ich da nicht noch irgendwelche Bezirke errichte. Und dann wäre das maximal 8 Bonus, was natürlich jetzt viel ist für den Anfang. Also, das könnte man machen, weil wir hier Dragonstone haben. Dann hätten wir plus 8, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Oder das hier, plus 2 Faith from Mines over Luxury and Bonus Resources. Da müssen wir jetzt gucken, ob wir da deutlich mehr als 8 hätten. Und zwar hätten wir dann auf jeden Fall, lass ich mal gucken, das ist Bonus, also 2, dann Luxury, 4, 6, 8. Wenn wir hier sind, dann haben wir, das ist denn schon 10, also ich glaube, was, waren das nur Minen? Hab ich schon wieder verlesen. Ach, auch nur Minen. Ach, fuck. Ey, es ist alles nicht so geil. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt einfach dann Volcanic Soil. Da habe ich dauerhaft 8. Bang. So. Jetzt sind wir bei 14. Also, das ist schon deutlich mehr spürbar als eben. Hier sieht man es. Da sind die dazugekommen. 2, 4. Warum hier nicht? Das ist der Volcanic Soil. Ach, da, man, da war gerade nicht zu sehen. Da, genau, und da. Ja, okay. Komm, haben wir jetzt. Die brauchen Orders. Orders. Du kannst mal hier warten, kurz. Und so. Wir machen mal ganz kurz, den heilen wir mal eben durch. Da ist unser Siedler schon. Und da machen wir gleich das nächste Ding. Volcanic Soil bleibt auch bestehen. Ah, sehr gut, okay. Nee, da wollte ich hin. Hä, was? Das sind beide schon gemacht? Warten Sie. Ach so. Ach, Nielsemann. 5 Runden. Ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt so viel Geld ausgeben, wenn wir haben eh schon. Aber das ist noch nicht ausgebaut. Gehen wir erstmal dahin. So, du bleibst da. Und wir haben eine große Person, und zwar ein Admiral. Na gut, wir haben auch viel auf dem Wasser gekämpft. Leider war das keine Quest einer Stadt. Eines Stadtstaates. Das ist ja der große General. Der kann mal hier, da in den Norden gehen. Das dauert schon mit den Städten, ne? So, jetzt gehen wir einfach hier hin. Bronze Gate. Das klingt wie so ein, so wie Watergate oder so, als wenn irgendwas passiert wäre mit Bronze.
Wir machen mal, wir gehen mal auf Monument. Dann kaufen wir, glaube ich, gleich hier nochmal ein Aber als Schiff. Hey, wir Händler. Gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt. Das haben wir neu. Unit Upgrades, Trade Routes. Ja, die Trade Routes sind vielleicht nicht schlecht. Plus 2 Gold from all Trade Routes. Naja, so viel ist es auch nicht. Wir haben 3, das wären 6. Aber Kultur und Wissenschaft, das wäre schon ein bisschen mehr. Das könnte man eigentlich machen. So, neue Politik. Und Envoy können wir auch machen. So, guck mal, das ist mein Siedler. Shit, hier darf ich ja gar nicht. Wo willst du hin? Wir haben gesagt, wo bauen wir? Oh, da ist noch ein Dorf. Genau, das wollte ich machen. Zack. So, wo ist mein Siedler? Luxus. Das ist auch Luxus. Vielleicht gehen wir hier hin. Das darf ich überhaupt hier hin? Ja, ich glaube schon. Hier könnte ich hin. Dann haben wir eine Mine. Hier ist nicht viel Produktion. Luxus. Ja, Grassland Hills. Hier auf die Luxusressource können wir uns natürlich auch aufsetzen. Aber ich glaube, dann geht uns die Nahrung hier flöten. Das ist ja auch, wenn man das hat, glaube ich, dann 5 Nahrung oder wie ist das? Also den Hügel müssen wir mitnehmen und den müssen wir mitnehmen. Warte mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier vielleicht tatsächlich. Eins, das kann man ja, die Teils kann man ja kaufen. Ja, hier kann man natürlich einen fetten, wenn man, ja, hier wäre ein geiler Hafen, Stadtzentrum und die beiden Ressourcen, dann könnte man hier, wo jetzt das Boot steht, einen Hafen setzen und hätte dann von 3 Seiten einen Boni auf den Hafen, das wäre natürlich stark, aber dann hätten wir von hier, gut, die Luxusressourcen würden wir noch kriegen. Wir hätten 2 Hügel für ein bisschen Produktion. Da kommen wir dann nicht mehr hin. Aber gut, es ist dann nur ein Hügel, den wir verpassen. Und das kriegen wir auch nicht. Aber wir können dann vielleicht noch hier dazwischen gurken. Und hier irgendwo noch reingehen. Vielleicht wäre das gar nicht doof. Komm, dann gehen wir da hin. Das ist gar nicht blöd mit einem starken Hafen. Komm, ach, wir machen das jetzt einfach. So, Send Envoy. Wir haben einen neuen Envoy. Eigentlich müssten wir, wenn ich jetzt den nach Lys schicke, müssten das eigentlich 2 sein. Ja, zum Glück. Das hat geklappt. Und weiter. So, der verbindet sich jetzt mal mit meinem, mit meiner Quadrieme. Okay. Next turn. Oh, was willst du? Nee. Nee, Alter. Wir können das mal anders machen. Ich gebe dir eine Perle und eine Dingsbums und du gibst mir Tee und Salz. Okay, hat er das jetzt gemacht? Warte. Das war doch... War er das? Nee. Ja, aber den Deal haben wir gemacht. Haben wir den Deal gemacht? Ich hoffe doch. Wir müssen ein paar mehr Luxusressourcen zum Handeln noch finden. So, also. Hier haben wir was gemacht. Dann lass uns mal gucken, was können wir jetzt hier Cooles bauen. Wir können zum Beispiel diesen Siege Storeroom, der war ja sehr mächtig. Plus 2 Food und... Plus 2 Housing und so.
Ach, das ist auch kein Distrikt. Okay, das ist gut. Ja, jetzt gehen wir da hin. Dann können wir die Perle haben. Und hier bauen wir uns einen Builder. Und hier bauen wir uns auch einen Builder. So sieht das aus. Ach ja, warte, ich wollte ja nicht nur einen Builder bauen. Ich wollte ja hier eigentlich auch noch einen Trader. Ah, geht nicht mehr. Ah ja, der geht dahin und passt ein bisschen auf. Oh, das ist der nächste Siedler. Warte mal, ein Siedler, zwei Siedler. Oh, da ist ein Camp noch. Nee, pass auf. Das holen wir uns gleich. Der hier holt sich das Camp. Und jetzt überlege ich, ob ich jetzt hier das Haus, das hier siedle ich jetzt, 1, 2. Und wenn wir dann hier, kommen wir da überhaupt rein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doch, ich könnte hier noch in diesen Korridor rein. Dann hätten wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, also hier, das, was haben wir denn hier? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann könnten wir diese beiden Luxusressourcen haben. Das ist natürlich hier alles weg, aber wir hätten einen Hügel. 1, 2, 3. Müssen wir natürlich dann Land kaufen. Wir haben nur, das ist sehr wenig. Wir haben zwei Hügel. Und zwei Luxusressourcen. Aber wir würden uns den Korridor auch in diesem Bereich schaffen. Könnten unser Reich dann verbinden. Der Gaius. Der Gaius Spionasus. Gaius Spionasus. Was ist los? Was ist los? Wir gehen einfach mal dahin. Ich denke jetzt eher ein Land. Was ist los, Gaius? So, wir nehmen mal die Pfeife hier. Stark. Und dann den Fuchsmann. So, der ist wieder durchgeheilt. Der guckt mal hier so ein bisschen die Stadt entlang. Hat wieder jemand getroffen. Wir begrüßen Legende. Hallo Legende. Wir spielen Civilization. Oder heißt es Legend EA? Wahrscheinlich heißt es Legend EA, ne? Aber du bist ja trotzdem eine Legende. So, was machen wir hier? Wir können natürlich hier nichts bauen, ne? Nicht wirklich. Andi ist auch da. Hallo Andi. Guck mal, Sun hat spioniert, Gaius spioniert immer noch und Andi ist auch da. Hallo Andi. Das ist echt interessant, dass ihr alle auf einmal kommt. Wenn ich jetzt hier für Donnerstag mir einmal schon das Spiel angucke. Mir wurde nämlich gesagt von Steffen, ich habe heute mit Steffen was gedreht, und dann sagte Steffen zu mir, ja, die anderen haben alle schon geübt. Konnte ich nicht glauben. Habe ich gedacht, so, was? Nein. Ach, du bist ja gar nicht dabei. Entschuldigung, Andi, du bist nicht dabei. Es tut mir wirklich leid. Ich war noch beim Pete's Meat-Gipfel und habe gedacht, es ist dieselbe Crew. Nee, wir spielen am Donnerstag bei Civilization. Gut, dass du nicht da bist. Du bist ja in deiner Winning-Streak. Da können wir dich gar nicht gebrauchen. Das kollidiert nämlich mit meinem Vorhaben auch zu gewinnen. Nee, Andi, genau, du bist gar nicht dabei am Donnerstag. Wir zocken so eine Game of Thrones Mod für Civilization und ich gucke mir die gerade schon mal an, damit ich ein bisschen weiß, worum es da so geht. Wir bauen jetzt hier mal. Geld ist immer gut. Ich habe hier nichts Geiles, ne? Also ich habe auch keine. Na, das ist das einzige plus 2 für Industrial Zone. Ich habe hier plus 1 für Campus. Ich bin komplett. Holy Site könnte man machen. Wenn ich die nebeneinander setze, Campus, beziehungsweise, ja, das ist der einzige halbwegs akzeptable Ort. Wir brauchen aber, ohne Wissenschaft brauchst du gar nicht spielen.
Bin ich an Meteoriten vorbeigelaufen, echt? So. Ja, ich glaube, ich baue hier mal einen Campus, ehrlich gesagt. Das war eine Miese. Ich muss ja mal ein bisschen was machen. Auch wenn das alles kacke ist. Wo bin ich denn an Meteoriten vorbeigelaufen? Hier war der doch irgendwo, oder? Oder hier im Süden weiter. Ich weiß nicht mehr, wo die eingeschlagen sind. Kann aber auch eine Lüge gewesen sein von Immo. Unter dem Diamant. Hier, da. Oh ja. Ah, da. Gucken wir uns gleich mal an. Was? Wer braucht Orders? Ah, du. Wieso? Oh, nee. Das ist ja das Mieseste. Oh, das ist ja das Allermieseste. Wieso kann der jetzt nicht rein? Wieso darf der nicht anlanden? Oh, was war das? Das Geräusch war dramatisch. Wir wollten uns hier genau das Camp einmal angucken. Und du machst hier mal ein bisschen Perle. Du hast die Pfeife gemacht. Jetzt machen wir Diamanten und das Camp. Gut, 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 gut. Da bauen wir den Campus später. So, danke. Aber jetzt müssen wir einmal kurz das blockieren, damit der da nicht wieder rauf geht. Das hätte ich jetzt mir sparen können, aber ich hätte jetzt, wenn ich einfach die Runde, wenn ich nicht hier raufgegangen wäre, hätte im Wasser gewartet, ja, ich hätte schon da reingehen können, aber es ist, glaube ich, egal. Ist nicht schlimm, aber es sind die kleinen Fehler. Wer überwindet, den will ich machen. Sophia. Eine gute Marine ist keine Anstiftung aber zum Krieg. Aber das ist die sicherste Garantie für Frieden. Brauchen wir das? Wir haben noch keinen. Oder haben wir einen Hafen schon? Weiß ich nicht. Die nehmen wir später alle natürlich. Die ganzen Nachbarschafts-Bonuskarten sind sehr geil. Machen wir später. Wo ist denn eigentlich... Baue ich hier irgendwo einen Händler? Nee, angeblich. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn mein Händler? Trader, jetzt geht das. Aber komisch. Wir gehen mal... Merchant Republic. Erinnert mich mal an Star Wars. Merchant Republic, die Handelsrepublik. Okay, nächster Siedler. Der Siedler, der nächste Siedler geht mal hier so in diesen Bereich. Vielleicht hier. Na, der hier ist natürlich blöd. Ist grundsätzlich ein guter Spot hier so auf dem Hügel. Die Grenze nervt mich hart. 1, 2. 1, 2. Ja, vielleicht hier auf dem Hügel. Muss man Game of Thrones kennen, um die Mods zu verstehen? Nee, nicht wirklich. Welche Gouverneure hast du im Einsatz, fragt Gaius? Das ist doch einfach wirklich, wirklich sehr freche Industriespionage. Die drei. Entschuldigung, wo habe ich jetzt gesagt, wo ist mein Siedler? Habe ich ihn jetzt schon beordert? Nicht mehr. So, Dragonstone, nee, habe ich noch nicht. Dragonstone muss jetzt mal ein bisschen was machen. Und zwar machen wir hier Lighthouse. Und du hast das gemacht, das ist fantastisch. Da haben wir schon. Jetzt könnten wir nochmal auf Copper gehen. Wie lange noch bis zum Ausbau? Warte. Okay, dann kaufen wir das Feld.
Und die Schildkröte. Haben jetzt hier auch geschlossen, den Wasserweg. Kann keiner mehr ohne unsere Genehmigung einfach hier mit. Es ist sehr, sehr zentral hier. Gut, hier im Norden ist einfach überhaupt nichts. Einfach nur Wasser. Aber keiner kann mehr einfach von oben nach unten fahren, ohne dass wir das zulassen. Also, das ist jetzt ein bisschen tricky. Pentos ist eigentlich, ist zwar mein Verbündeter, aber nimmt so pervers viel Land weg, dass man natürlich schon drüber nachdenken könnte, die zu erobern, aber die haben auch echt viele Truppen. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre sehr aufwendig. Plus die Schiffe. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Außerdem sind das meine Freunde. Aber die haben schon verdammt viel Land. Aber dann gehe ich einfach hier hin. Ich überlege jetzt, ob ich, wenn ich da hingehe. Wir gehen erstmal so grob in die Richtung. Gucken wir gleich nochmal genauer. So, hier machen wir Diamanten. Sehr gut. Und da gehen wir mal ans Eisen ran gleich. Dann setzen wir mal den ersten Gesandten nach Myr. Dann haben wir da auch wieder zwei drin. Dann können wir die Karte nämlich irgendwann rausnehmen. Genau, zwei. Und oh, plus zwei Gold. In the capital and in every market or lighthouse building. Das ist ein ziemlich cooler Effekt. Weil wir sehr viele Lighthouses haben. Werden. Das heißt, also wenn sich das kulminiert, dann haben wir 2, 4, 6 plus 6 Gold. Ist das denn so? Wo haben wir denn hier schon mal ein, wo hatte ich denn nochmal ein Lighthouse fertiggestellt? Ich habe gerade drei Lighthouses in Produktion. Ich glaube, ich habe noch keinen fertig, oder? Doch, hier. Der ist fertig. Oder nicht? Da ist er doch. Warte. Warum sehe ich das nicht? Da. Plus 4 vom Lighthouse. Andi, guten Appetit. Guten Appetit, mach dir was Leckeres. Ich versuche gerade zu checken, ob ich den Bonus schon kriege für die für das Lighthouse. Weil das ist doch hier fertig. Aber das kann doch eigentlich nicht sein. 4 Gold. Wieso kriege ich den Bonus? Ist das nur in der Hauptstadt? Habe ich das falsch gelesen? In the capital. Also eigentlich grundsätzlich meine Hauptstadt. And in every market or lighthouse building. Dadurch, dass es in der Capital ja nur eins geben kann, ist ja every auch, wäre überflüssig das Wort. Das muss für jeden sein. Also eigentlich muss ich, oder gilt das nur, wenn ich so zerreden bin? Nee, aber selbst dann würde ich ja hier noch zwei kriegen. Building und nicht District. Ja, aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe ein Lighthouse, habe ich ja. Ich bin beleidigt. Das ist fertig hier schon. Keine Ahnung. Also erst wenn du das Gebäude im Distrikt... Hab ich ja. Gab schon einen Vulkanausbruch. Ja, hier bei Dragonstone gab es schon einen Vulkanausbruch. So, unsere nächste Stadt. Und wo ist unser Rittersmann? Da, du gehst mal das Ding da holen. Und dann bauen wir hier nochmal ein Monument. Und der nächste Siedler, was macht denn hier zu? Jo, der macht da zu.
Er geht dahin. Gehen wir auf die Schriftrolle in der Stadt. Was will er? Nee, bist du wahnsinnig? Nein. Du hast doch viel geilere Sachen, die ich haben will. Wie wär's denn mit einem Schwein? Tschüss. So, du wartest mal da. Und du baust mal Eisen. Und du auch. Das heißt, wir kaufen uns erstmal hier. Bam, dann machst du eine Eisenmine. Und jetzt will ich nämlich... Ey. Ich wollte nach Spionage suchen. Warum kann ich den nicht nach Spionage suchen schicken? Was soll das denn? Das ist ja richtig scheiße. Na gut. Dann halt nicht. Was können wir hier noch machen? Ja, können wir eine Farm bauen. Wir können hier eine Mine bauen. Wie sieht's denn hier aus? Plus 10. Also, 4,8 Nahrungsüberschuss. Ja, das ist auch okay. Achso, das wird nicht mal hier bestellt, ist egal. Das interessiert die auch nicht. Da müssen wir auch keine Farm damit bauen. Nee, dann gehen wir lieber woanders hin. Das ist zu weit weg, bis der da ist. Ja, Quatsch mit Soße. Wir könnten vielleicht hier eine Mine bauen oder sowas. Gehen wir nach da oben. So. Willst du die Stadt mit meinen Siedlungen einkesseln? Ja, ich will da jetzt noch auf jeden Fall hier so durch. Ist auch psychologisch für mich einfach wichtig, dass das mein Korridor ist und dann kann ich die so komplett und dann komme ich hier noch in den Osten. So, nochmal zurück zum Leuchtturm. Also, das ist das Leuchtturmfeld. Und da steht 4 Gold. Building Lighthouse, 4 Gold. Bringt mir der Hafer. Und da sind ist etwaige Nachbarschaftsboni schon eingerechnet, glaube ich. Also eigentlich müsste ich hier ja alleine durch die Nachbarschaft zum Fisch und zu meiner Siedlung, müsste ich jetzt eigentlich ja schon quasi diesen Bonus haben, also ich krieg keinen Bonus. Warte mal hier. Plus 6. Ah, warte. Plus 4 und doch, plus 6. Da wird es mir angezeigt. Da ist aber versteckt. Okay, also die plus 4 sind Nachbarschaft zum City Center und plus 1 Nachbarschaft zur Coastal. Das sind aber 3. Was haben wir noch? Cities. Und 1 vielleicht einfach so, keine Ahnung. Standard, ohne Nachbarschaftsbonus. Und diese plus 6 müssten dann eigentlich tatsächlich von Stadtstaaten kommen. Oder? Ich glaube ja. Wird auf die Stadt gerechnet, nicht auf den Leuchtturm. Ach so. Ah ja. Aber es ist da. Das ist ja das eigentlich Wichtige. Wie es jetzt verbucht wird, die Buchhaltung interessiert mich nicht. Interessiert mich einfach nicht. Ach so, hat er jetzt hier, was haben wir denn gefunden? Oh, okay. Okay, wir haben zwei. Oh, das wird ein sehr goldenes Zeitalter. Hier müssen wir dringend mal, aber das Lighthouse ist ja gleich fertig. Und dann gehen wir mal und schauen, dass das hier nicht blockiert wird. Du
holst uns die Orangen. Sehr gut. Und du gehst mal... Fuck. Kann das sein... Haben wir jetzt irgendwas bekommen für den Meteor? Ich glaube nicht. Aber wir haben Kohor getroffen. Warte. Bis ich immer getippt habe, ist alles vorbei, sagt Jaga. Was? Nee. Haben wir den Ritter bekommen dafür, dass wir den Meteor getroffen haben? Ist ja geil. Das gefällt mir. So, Eisen. Das lohnt sich ja, so einem Meteoriteneinschlag nachzugehen. Wenn man da einen Ritter erhält. Du. Guck mal, hier haben wir auch noch zwei Felder. In zwei Runden und in... Weiß ich nicht, wie viele Runden. Ah, der hat nur noch eine Ladung. Ah, egal. Oh, die Verrückte. Tschüss. Die geiert nach meinem Geld. Oh Gott, der ist schon wieder. Der Schauspieler tut mir ein bisschen leid. Der hat ja natürlich grandios gespielt. Aber es... Gut, er war noch sehr jung. Der wird vielleicht dann nochmal sich anatomisch verändern durch Alterungsprozesse. Aber der arme Kerl... hat ja so ein Arschloch gespielt. Da muss man sich erstmal freischwimmen von dieser Rolle. So, jetzt überlege ich gerade, lass mich kurz nachdenken. Hier kommt der Hafen ja hin. Habe ich da den Nachbarschaftsbonus mit dem Bezirk noch erhöhe? Ein Meteor gibt immer die aktuelle beste Kavel. Okay, das ist gut. So, Sun schaut weg, baut mal... Das hier. Das ist gut. Vorab gucken wir einmal Campus. Können wir vielleicht einen Nachbarschaftscampus? Nee, das kriegen wir nicht hin. Plus zwei. Ja, aber der will ja auch einen Campus haben. Und hier ist alles voll mit guten Ressourcen. 1, 2, 3. Wir kriegen hier keinen. Da muss er den hier, glaube ich, nehmen. Und er nimmt den. Plus 2 ist ein bisschen underwhelming. Dafür, dass hier so viele Gebirge sind. Aber müssen wir machen. Dann da. Und er da. Und er da. Ja, müssen wir so machen. Also Leute, die Schauspieler nicht vom gespielten Charakter differenzieren können, sind völlig verloren. Die Menge an Death Threats, die der Arme bekommen hat, ist utopisch. Ja, das ist unfassbar lächerlich. Das ist ja mit ganz vielen Schauspielerinnen und Schauspielern so. Auch die von Breaking Bad, die Tyler hieß die, glaube ich, oder so, ne? Die Frau von Walter White. Die Schauspielerin wurde ja auch so gehatet. Das ist, man denkt sich so, ey, im Grunde genommen muss man die ja feiern, weil die so einen guten Job macht. Skylar, genau, nicht Tyler, sondern Skylar. Das ist ein komischer Name. Eigentlich muss man die ja feiern dafür. Campus District, ja, ja. Und du gehst jetzt nochmal nach oben. Und besuchst den anderen auch nochmal. Genau, und hier hatte ich überlegt, lass mich mal schauen. Campus ist hier komplett irrelevant. Commercial Hub hat, glaube ich, auch eine Adjacency für Harbor. Ja, also wir könnten hier statt der Mine, natürlich eigentlich für Produktion sehr wichtig ist, wenn wir nämlich jetzt da den Hafen bauen und der Hafen kriegt
plus 1 Gold from every 2 adjacent District Tiles. Das ist natürlich schade. Aber andersrum. City Center ist ja, zählt das auch als District? Also wird das doppelt gewertet? Weil der Hafen kriegt einmal einen Bonus für City Center. Aber zählt das auch als zweiter Distrikt, um nochmal den anderen Bonus zu bekommen? Dann könnte man nämlich hier... Zählt Tsubasa, sehr gut. Dann könnte man hier Commercial Hub bauen und Commercial Hub kriegt nämlich 2 Gold für den benachbarten Hafen. Und wenn ich dann noch Government Plaza Teil... Achso, Government Plaza ist ja was anderes. Ja, okay, aber das hätten wir auf jeden Fall durch den Hafen plus 2. Na gut, dann spare ich mir das auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal auf. Dann mache ich da jetzt kurz keinen... Da könnte ich eine Mine aber bauen. Wir müssen ja Produktion haben. So. Ja, Forschung ist hier echt ein Problem. Oh, was? Warte mal, hat mir gerade einer den Krieg erklärt? Ah ne, die Stadt. Ja. Der Plan nimmt so langsam Form an. Die hat sich losgesagt. Maidenpool. Und dementsprechend werden wir die jetzt... Warte doch mal. Wie viel Geld? Wir bauen hier noch einen Bilder. So. Du. Okay. Sehr schön, Produktion. So. Ey. Jetzt rücken wir mal hier nach vorne. Ich habe nichts zum Belagern, leider. Unglücklicherweise kommen meine Schiffe hier nicht durch. Der hat auch eine Stadtmauer, das ist natürlich mega dumm. Ich kann ja mal mit ihm verhandeln hier, mit der Wahnsinnigen. Vielleicht lässt sie mich ja durch. Können wir den Deal versüßen? Du gibst mir Wahl. Und ich gebe dir eine Muschel. Ah. Okay. Dann. Und. Jetzt ziehen wir unsere ganze Flotte nach. Unsere ganze Flotte. Mit 5 Runden haben wir Kartografie erforscht. Ey. Okay. Gucken, ob wir uns die Stadt holen können. Nicht einfach mit Stadtmauern und ohne Belagerung, aber ich habe Schiffe. Ich kenne 3 Schiffe. Oder? Warte doch. Ne, 2 Schiffe nur. Können gleichzeitig auf ihn schießen. Naja, mal gucken. Wohin sie flippt? Ja. Oh. Das bin ja ich. Oder? Dragonstone bin ich doch. Ja. Ich krieg sie eh. Aber will man... Also es kann ja noch ewig dauern, oder? Elf Runden? Kriegt ihn 11 Runden? Habe ich das richtig interpretiert? Wie lange dauert das? 11 Runden, oder? Ja. Also, okay, das lohnt sich vielleicht zu warten, tatsächlich. 11 Runden ist ja gar nichts. Dann sollten wir warten.
Oh, 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 wow, 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 was ist denn das? Bist du irre? Was ist denn das jetzt für ein Versuch? Lolski. Never machst du das. Wehe. Warte mal. Er hat doch schon Dragonstone gesagt und nicht Stone's End, oder? Dragonstone. Oh Gott, Oh Gott, das wird jetzt... Puh. Ich könnte den Siedler klauen. Ich befürchte, der will da auch bauen, wo ich bauen will. Ärgerlich. So, hier kriegen wir wahrscheinlich auch einfach, guck mal, nix, ne? Kein Campus-Bonus, nix, nix, nix kriegen wir hier hin. Diese Stadt ist komplett im Arsch. Was machen wir mit dieser Stadt? Ich habe keine Ahnung. Die kann nur hier ein bisschen was bauen. Pfiff. Da kriegt sie keine Boni. Wir können da vielleicht... Also eine Möglichkeit wäre, wenn wir hier auf diesem kleinen Abschnitt müssten wir das hier, aber das ist auch eine der wenigen Produktionsstätten, die ich habe. Aber wenn ich jetzt hier alles mit Distrikten vollknalle, mit Bezirken, könnten die sich gegenseitig Boni zuschustern. Hier ist ein Hafen. Das ist der Hafen von dem. Ne, der Hafen muss hier hin. Kriegt er 3 Boni. Kriegt er den auch, obwohl der mir nicht gehört? Ich weiß es nicht genau. Ne, das bringt mir alles nichts. Also ich könnte... Eins, zwei, drei, vier Distrikte. Aber das ist das entscheidende Ding. Ich brauche diese Produktion. In Driftmark. Ich habe ja sonst nichts. Ich habe lächerliche 12 Produktionen. Kann ich jetzt hier noch eine Dreier wegnehmen? Das Einzige, wie man das rechtfertigen könnte, ist, wenn ich hier einen Industrial-Bezirk reinsetze. Und den anderen Industrial hier. Also da und da. Und dann hier jeweils auch noch. Und dann lass mal gucken. Industrial kriegt from every 2 adjacent district tiles. Also hätten wir nur plus 1. Oh. Plus 2 adjacent lumber mill. Okay. Okay, das ist mir noch interessant. Dann könnten wir... Wenn ich das hier abreiße und dann Industriebezirk setze und hier auch einen Industriebezirk setze und auf die 3 Felder Lumber Mills mache, dann bekomme ich plus 4 Industriebezirke, 2 plus 4 Industriebezirke hier rauf. Und dann, ich weiß nicht, ob wir einen, also Aquädukt und so kriegen wir hier nicht hin, leider. Vielleicht einen Kanal. Kann ich ja gar nicht bauen, oder? Darf ich hier, nee, das ist doch Quatsch, oder? Kanal kriegt da doch nicht hin. Kanal muss ja auf Land sein. Gut, hier könnte ich einen Kanal machen. Vielleicht, also da quasi, das ist hier. Ein Kanal gibt mir aber...
Plus 2 und ja. Ja. Plus 2. Und den Lambammel. Ah nein. Plus 1 dann nur. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlesen gerade. Ich dachte, plus 2 für, aber nee, plus 1 für every two adjacent Lambammels. Dann ist das gar nicht eine plus 4, sondern eine plus 1. Okay, das ist ja mega lame. Naja, das ist ja langweilig. Da ist der Kanal natürlich interessanter. Aber ich frage mich, ob ich zwei Kanäle. Das bringt ja gar nichts. Das wird ja auch. Ey, warte mal, das ist ja auch irgendwann meine Stadt. Huhuhuhu. Was ist denn. Oh Mann, ey, wenn ich jetzt hier. Drei Industriebezirke nebeneinander baller. Von Maidenpool, Claw, Isle und Driftmark, quasi hier diese drei zum Beispiel, könnte ich einen Knäuel machen. Die würden sich dann gegenseitig aber leider nur adjacent District Tiles, also auch nur plus eins. Mega lame. Ich kriege hier nur einen Kanal hin, das wäre. Hier könnte ich einen Kanal machen und dann da, da und da. Da ein Industriezentrum. Hier den Kanal. Und hier zwei Industriezentren. Also von da von Maidenpool, hier von Driftmark. Ach, wisst ihr was? Ich kann ja einfach auch Stecknadeln setzen. Das darf ich ja normalerweise nicht. Und zwar. Da Industrial. Da Industrial. Dann hier wäre der Kanal. Und da. So. Dann hätten wir 3 plus 2 Industriezentren. Dann würde da noch der Hafen hinkommen. Bringt jetzt aber leider nicht so viel. Es sei denn. Was? Junges. Ey, nee, hör mal auf. Was soll denn das? So, der hier hat. Ach, der hat schon einen Hafen. Da. Das ist egal. So, die geben sich keinen Bonus, weil ich brauche immer zwei für einen Bonus. Das finde ich auch total nervig. Das finde ich sehr streng. Da steht nämlich plus one production. From every two adjacent district tiles. Also von jeweils zwei, für zwei benachbarte Distrikte gibt es ein plus eins Produktion. Das heißt, das bringt mir so nichts. Ich müsste noch einen weiteren Distrikt da reinkriegen. Hier hätte ich den Hafen, sehe ich gerade. Das heißt, der wäre plus drei. Der wäre plus zwei. Der wäre plus zwei. Dafür würde ich dann das hier opfern, okay. Wir könnten dann. Ja, das ist, glaube ich, besser wird's nicht, ne? Oder zwei. Ich krieg 2,5 für den Kanal. Na gut, hier steht nur 2. Ich weiß nicht, ob Staudamm auch als Bezirk zählt. Also wenn. Wenn der. Achso, Staudamm. Ja, also wenn er selbst noch als Bezirk gilt. Okay, wenn der auch als Distrikt zählt, okay, dann ist gut. Weil dann hätten wir. Dann hätten wir hier durch den Hafen und durch den Kanal.
jeweils noch ein District, also dann wäre der plus 3, der wäre auch plus 3 und der wäre auch plus 3. Und der hätte jetzt sogar noch den Hafen. Also wenn ich jetzt hier noch ein District hinsetze, hätte der sogar plus 4 durch den Hafen noch. Hafen, also 1, 2, 3, 4 benachbarte plus Kanal, dann wäre der plus 4. Ah, okay, kann man machen, oder? So könnte man planen. Das ist so schade, dass man das bei Multiplayer-Runden nicht machen darf, weil das sonst abstürzt, das Spiel mit den Stecknadeln. Gut. Dann machen wir das doch so. Planen wir das jetzt mal so. Wo muss ich was bauen? Claw Isle. Dann sollten wir jetzt erstmal ein... Wie viel Geld habe ich? 326. Okay. Wir bauen jetzt mal einen... Oh, Trader kann ich auch bauen. Boah, die haben ja null Produktion hier. Das ist ja völlig lächerlich. Das ist ja völlig lächerlich. Kann man jetzt nicht beides kaufen. Wir bauen mal den Builder hier. Dann reiße ich hier den... Ah, Mann, nee. Das ist, die haben einfach überhaupt gar keine Produktion. Plus 4,3. Das würde eh nicht fertig, das Industriezentrum. Plus 7,6, plus 6. Die neuen Städte haben jetzt schon besseren Output als diese kleine Pimmelstadt da oben. Driftmark. Tja. Wir müssen das eigentlich kaufen. So. Die müssen auch einen Builder bauen. Und wir verteidigen uns ja nur, ne? Ah, das ist der gar nicht. Aber ich kann jetzt beschossen werden, das ist ein bisschen blöd. Nee, wisst ihr was? Ich habe gar keinen Bock jetzt. Ich mach das anders. Ich will mich nicht beschießen lassen. Ich glaube, der kann mich hier auch beschießen. Warum sollte ich das jetzt machen? Ich zieh mich mal zurück. Wenn mir eh in Schoß fallen, nehme ich die lieber friedlich. Ah ja, Gott, hier haben wir schon einen. Pass auf, dann gehst du mal dahin. Und... Ja, genau. Zack. Du haust hier mal sowas von ab, mein Freund. Und wir wollten wir hier bauen? Offensichtlich. Mach keinen Scheiß. Ich wollte da siedeln, ne? Eine Mine. Hier wird es auch nicht viel Produktion geben. Das brauchen wir sehr dringend. Ansonsten keine Hügel, nur so... Da ist noch ein Hügel. 1, 2, 3. Boah. Sehr wenig Produktion auch hier. Aber wir haben 1, 2, 3 Hügel. 4 Hügel vielleicht. Naja. Ja, wenn ich mir den Siedler schnappe, erkläre ich gleichsam den Krieg. Da. Und... Das will ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich will auch nicht, dass der da jetzt eine Stadt gründet. Wenn er jetzt hier eine Stadt gründet, oder da oder so, bin ich massiv beleidigt. Wenn er das jetzt macht. Ich kann mir sehr vorstellen, dass er in der nächsten Runde da eine Stadt gründet. Dann hätte ich mir gewünscht, dass ich den... Aber da habe ich auch direkt zwei Truppen da. Dann kann ich auch... Wie ist er denn so aufgestellt hier? Ich meine, die sind schon alle strohdoof, ne? Deren Micromanagement ist ja sehr lächerlich.
Was hat er denn für Militärstärke? Warte, welche ist das überhaupt? Fellwood. Wie ist das? Ah, der Hanselmann. Der hier. 584. Ich habe 646. Ja, könnte man schaffen. Man bedenkt auch, wie dumm die sind. Ja. Pass auf, ich mach mal Folgendes. Ich mach mal. Save das mal und ich guck mal, ob er das macht. Learning. Genau, da wollten wir, glaube ich, eventuell noch einen Distrikt bauen. Ansonsten haben wir hier gar nichts mehr. Das, da können wir noch. 1, 2, 3, aber das Geld brauchen wir eigentlich für was anderes. Da können wir noch mal hingehen. So, ich warte jetzt mal kurz ab. Ob er baut. Ich will es jetzt auch wissen. Bert Burn, Pöhl 90 sagt, er wird es auf jeden Fall machen. Und ich will jetzt wissen, ob Pöhl recht hatte. Das werden wir nicht erfahren, wenn ich ihn wegsnacke. So, ich wollte hier gar keinen Siedler bauen, ehrlich gesagt, sondern was anderes. Und zwar den Campus. Ich weiß nicht. Oh, warte mal, hier ist noch ein Vierer-Campus. Oh. Eins, zwei, drei. Oh, Mist, da kommen wir nicht an den Campus ran. Ah. Muss ich kurz nachdenken. Wenn wir jetzt da einen Campus bauen, haben wir mehr Möglichkeiten, noch Adjacencies mitzunehmen. Was ist denn mit Holy Site? Alter, plus 8. Ist da ein Vulkan irgendwo oder was? Da steht jetzt 5, aber das stimmt ja nicht. Alter Schwede. Denn ist das eigentlich egal. Ja, okay, pass auf. Dann machen wir jetzt da Science und da Dingsbums. Da machen wir den Tempel hin. Aber der Campus ist wichtiger. Also, könnt ihr mir vorstellen, die AI will auf eins der Felder, auf denen du stehst, sagt Jager. Ja, das glaube ich auch, deswegen habe ich ihn versucht zu blockieren. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Und wir bringen uns mal in Position, falls das mit dem friedlichen Annektieren nichts wird. Und jetzt gucken wir mal. Mal nochmal kurz eben Quick Save. Mal gucken, was er macht. Aha. So, ich könnte jetzt hier schon gründen, aber ich will ja hier hin. Aber er ist immer noch nervig, weil er will hier siedeln. Aber das ist so weit weg, dass er diese Stadt gar nicht halten kann. Wie soll er sie denn halten? Das geht ja gar nicht. Bap, 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 bap. So. Im Gegenteil, lass ihn gründen und warte eine Weile vielleicht. Radlauge, hi. Ich werde hier so bespitzelt, ey.
Das ist unfassbar. Alle Spitzel kommen sie her. Ich könnte noch ein paar Siedler pumpen eigentlich. Aber wir müssen auch ein paar andere Sachen machen. So, was haben wir hier? Campus, Campus, Campus. Haben wir nur plus 1. Das ist mega lame. Hier müsste es eigentlich plus 2 geben. Hier. Lohnt sich ein bisschen Geld zu investieren, würde ich sagen. Weil da haben wir... Rein zufällig bist du der Radlauge. Wir werden sehen. Ja. Ich glaube, ich kaufe jetzt einfach mal und baue da einen Campus. Ich finde, Wissenschaft ist sehr wichtig. Wir leisten uns das jetzt. Plus 2. So. Ja. Richtig viel Geld investiert. Und was machen wir mit dir? Du baust mal ein Monument. Ah. Ja, wir müssen uns verteidigen. Und das können wir am besten so. Werde ich eigentlich angegriffen? Die Stadt schießt gar nicht auf mich. Die nutzt ihre Stadtmauer nicht wirklich. Soll mir recht sein. Ziehen da trotzdem die Schiffe. Jetzt habe ich völlig unnötigerweise die Grenzen geöffnet. Hoffentlich bezahle ich das nicht mehr. So, was macht der? Der wird ja irgendwo eine Stadt hier gründen, in diesen fruchtbaren Landen. Ich muss gegensiedeln. In Dragonstone ist der Leuchtturm gleich fertig. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Könnte auf die Stadt, da komme ich nicht hin. Nee, lass mal. Ja, yep, da machen wir ein kleines, ein Pferdestall. Ach, warte mal, die sind im Bau, die Stadtmauern. Die sind eigentlich fertig. Oh, das ist, okay, das ist absurd verlockend. Was? Ich habe mit dir überhaupt nichts zu tun. Oh ja, er will weiter, er will weiter. Wo willst du hin? Oh, 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 oh. Oh, das wäre ja großartig, wenn der Barbar ihn snacken würde. Das wäre ja richtig lustig. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Hier darf er eh nicht bauen. 1, 2, 3. Ich flankiere ihn. Jetzt haben wir eigentlich nicht mehr so viel. Oh, wir haben genug Kohle. Um das Feld noch zu bauen. Also jetzt können wir eigentlich mal wieder handeln gehen. Hans Handelmann. Guck mal, der hat richtig viele Sachen. Aber gut, der will nichts von mir. Krass, alter Schwede, was hat der denn eigentlich alles? Was ein Gierlatz. Ey. Hab ich selber. Was ist mit dem Sadisten? Habe ich nicht schon Schweine von irgendwem? Bin mir nicht mehr sicher. Will er nicht. Ne. 3 Gold noch pro Runde für dein Trüffelschwein? Ne. So nötig habe ich es nicht. So. Wir bauen hier mal einen Workshop. Wir brauchen ein bisschen mehr Produktion. Bisschen mehr Produktion. So, Dragonstone muss einen Siedler bauen. Das geht 10 Runden. Kann ich mir vielleicht auch einen kaufen?
Was kostet der? 1000 Mark. Nee. Das ist zu viel. 1000 Mark. Ich bin doch nur hier, weil ich Hallo sagen will. Ah, interessiert ihn nicht. Oh, da ist das Encampment. Das schnapp ich mir. Das fällt mir in den Schoß. So, warte ich jetzt? Oh Mann, es ist verlockend. Wer weiß, wie die Stadt sich so entscheidet. In 8 Runden. Nee, ich baller die nicht weg. In 8 Runden fällt sie mir in den Schoß. Wir machen nichts. Außer deren Einheiten wegballern. Aber das sind immer so Rebellen. Das sind nur so Rebellen. Wir bewachen nur. Okay. Die Politikkarte für Siedler muss ich noch drin haben eigentlich. Ja, hier. Hätte ich auch schon längst rausnehmen können, aber... Oh, 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 oh. Hey. Was? Warte nochmal. Der will hier irgendwo siedeln. Pass mal auf. Also. Da kommt der Tempelbezirk hin. Jetzt könnten wir hier natürlich Adjacency irgendwie noch abgreifen oder eine richtig geile Mine bauen. Oder wir nehmen erstmal diese Ressource noch mit. So, der muss mal hier freundlich bleiben. Jo. Ah, da ist noch einer. Wir bleiben passiv. Bis auf die Einheiten will ich vernichten. Nervt mich. Okay. So, der wird hier gleich seine Stadt irgendwo gründen. Ah! Das war nur ein... Was war das für ein... Oh. Okay. Danke. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Oh ja, nice. Kann ich auf offenen Ozean raus. Ey, ey, was hat der denn jetzt hier eigentlich vor? Was ist denn sein Plan? Ich werde ihn nicht komplett die ganze Zeit boykottieren. $180 Mark. Wir brauchen Produktion. Oh, jetzt hat er sich da reingeflüchtet. Wir erforschen was. Schiffe sind schon nicht unwichtig. Universität ist auch geil. Plündern? Ja, aber da muss ich es ja wieder aufbauen. Ich würde ja dann meine eigene Stadt plündern. Ich muss dann auch jemanden reinsetzen, wahrscheinlich, der die Loyalität ein bisschen boostet. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt sonst... Ich meine, die hat sich losgesagt und will zu mir, aber das ist ja hier wirklich so ein Dreiländereck. Oh shit. Was ist denn jetzt hier los? Der kommt ja nicht über den Fluss und an den beiden vorbei. Nee, 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 kommt der nicht. Ja, den müssen wir hier blocken. Wo gehen wir als nächstes hin? Also, lass mal gucken. Auf jeden Fall an die Berge ran hier. Hier ist deren Grenze. Nerv, nerv. Wir wollen aber eigentlich einen Fluss. 1, 2, 3.
auf einen dieser direkt an die Grenze. Das ist natürlich. Aber ist ja mein Freund. Eins, zwei, drei. Also hier würde ich gerne noch einen machen und oder hier so. Und hier halt. Und dann, wenn wir an den Fluss rangehen, 1, 2, 3. Also eigentlich ist hier besser. 1, 2, 3. Dann sind wir in einem Zweier. 1, 2. 1, 2. Dann, wenn wir hier hingehen, 1, 2, 3. Dann könnten wir hier ein plus 2 Campus bauen. Also da würden wir. Warte mal. Da können wir ein. Da könnten wir einen Campus bauen, der müsste plus. Oder ist der sogar. Nee, der ist nur plus 2. Und. Lass mich mal kurz überlegen. Kann ich irgendwas Geiles noch bauen? Aquädukt. Da ein Aquädukt. Darf man Aquädukt auf. Nee, das will ich einfach was anderes haben. Ja. Komm, da gehen wir jetzt hin. Wo ist der? Da. Wieso ist der denn überhaupt da? Von wo ist denn der gekommen? Jetzt darauf. Ich brauche aber schnell noch einen anderen Siedler, bevor der hier, der nervt mich. Der will hier rein. Oh geil. Wo geht er denn jetzt hin? Eins, zwei, drei. Da darf er doch nicht, oder? Eins, zwei, drei. Hier darf er nicht siedeln. Er muss ja mindestens vier Felder weg sein von meinem Zuhause. Da darf er gar nicht. Dann soll er sich hier hin und her bewegen, ist mir doch egal. Eventuell sollte ich sogar hier zumachen, aber dann geht er nach da. Nee, lassen wir mal. Gucken, was er macht. Der muss weg hier. Der nervt. Wie kriege ich ihn weg? Ja, den lassen wir mal, wo er ist. So. Produktion, Produktion. Baue ich da eine Mine? Ich weiß es nicht. Baue ich da eine Mine oder baue ich einen Bezirk? Aber welchen Bezirk? Das. Dann hätten wir hier Tempelmann, Holy Site, könnten wir da bauen. Das war plus 8. Dann könnten wir hier irgendwas hinmachen, was Adjacency von den beiden hat, vielleicht. Plus. Vielleicht, wenn man hier. Guck mal. Wir könnten Folgendes machen: Bonus und Bonus. Hat. Nein. Ein Industriebezirk. Auf Bonus-Dinger? Nee, nur Strategic. Schade. Kein. Nachbarschaftsbonus auf Bonusressourcen, nur auf strategische Ressourcen. Mine Tiles. District Tiles. Adjacent Quarry. Okay. Also wir könnten hier theoretisch ein Aquädukt bauen. Da. Wo bist du? Da. Da ein Aquädukt. Oh, bup, 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 bup. Oh, warte mal. Ah, nee, das geht nicht. Kein Stau da möglich. Glaube ich. Oder? Dann hätten wir hier zwei, das mehr das hier drei. Ist das. Na. Ja, das wäre okay. Wenn man da einen Industriebezirk. Müsste eigentlich okay sein. Müsste ein Dreier sein, glaube ich, dann. Ich weiß nicht, ob wir einen besseren kriegen. Könnte man so machen. Spare ich mir die Mine vielleicht. Mache ich die dann nicht. Aber da könnte ich eine Mine bauen.
Das ist auch eine Bonusressource. Da brauche ich doch da einfach jetzt eine Mine. So. Gut. Es gibt sehr ehrliche Menschen, die glauben, erst dann ein Schnäppchen gemacht zu haben, wenn sie einen Händler betrogen haben. So, was? Brauche ich irgendwas? Will ich irgendwas? Das ist, glaube ich, deutlich besser als das. Plus 1 Gold von allen Abgesandten in den City States. Da habe ich ja mehr davon als diese internationalen Handelswege. Und das können wir, glaube ich, jetzt auch mal ersetzen. Ja, wobei, ja gut, dann würde ich das einfach wie so machen. Und jetzt können wir so langsam mal überlegen. Nachbarschaft, Harbor District Adjacency ist jetzt schon interessant, weil wir haben jetzt diverse Häfen schon. Campus ist auf jeden Fall langsam auch mal interessant. Wir bauen gerade diverse Campi. Aber ich glaube, das machen wir erst beim nächsten Mal. Alles klar, Jager. Mach's gut, Jager. Also, wir machen jetzt, ich bleib mal dabei. Was ist denn sein Plan hier eigentlich? Der hier kann der gar nicht siedeln. Wo will er hin? Was ist sein Plan? Oh, ich überlege, ob ich ihn jetzt... Hier darf er nicht siedeln. 1, 2, 3, das... Pass auf, ich kann ihn jetzt komplett einfach... Sperre ich nur aus Spaß. Just for the giggles. Eigentlich müsste ich mir halt das Feld kaufen. Aber ich weiß nicht, ob er da nach oben oder nach unten gesetzt wird. Ich will eigentlich, dass er nach unten gesetzt wird. Damit ich ihn hier schön verstarrig reindränge. Ich spiele mit Standardgeschwindigkeit. Ich glaube, wir spielen wahrscheinlich schneller dann, aber ist halt wie es ist. Dafür lerne ich die Map jetzt kennen. So, ey, mein perfider Plan ist, ich will, dass der Siedler hier reingedrängt wird in diesen Bereich zwischen diesen Stadt Myr und meine Grenzen. Und ich weiß natürlich nicht, wenn ich jetzt diesen will ich mir eh kaufen, weil da die Orange drauf ist. Möglicherweise wird er dann nach Norden gesetzt und kann dann hier wieder in dieses Feld gehen, wo ich dann auch selber bauen will. Das fände ich nicht so nice. Ich will eigentlich, dass er nach Süden, ne, und so. Deswegen muss ich vielleicht erst das Feld noch kaufen. Kostet mich ja halt einfach was. Mache ich jetzt einfach. Aus Spaß. It's the fun. So, und jetzt müsste er nach unten gedrängt werden. Weil oben stehe ich. Ja. Haha. Und wir haben keine offenen Grenzen. Jetzt sperre ich den da ein. Was willst du jetzt machen? Hehe. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir haben ja gesagt, ich glaube, Theon Greyjoy war das. Für das hier, Reinforced, bla bla bla. Das brauchen wir von dem. Und deswegen appointen wir den. Aber der wird früher oder später, wenn wir diesen Bonus freigeschaltet haben, noch bringt er uns da ja nichts, wird er in unsere Hauptstadt gehen, weil wir vom Vulkan umzingelt sind und da kann er uns schützen. Aber bis es soweit ist, kann er einfach in irgendeine andere Stadt gehen und wird dann vielleicht hier reingehen für den Loyalitätsbonus. Aber gerade ist das, glaube ich, völlig scheißegal, wo ich den hinsetze. Ich setze den hier nach Spionage-Zoon. Da. Der wird da eh nicht dauerhaft wohnen. Der wird da nur ausgebildet. So, was ist denn hier? Können wir bitte? Ah ne, warte mal, ich bin ja da, wo ich hin wollte. Hier wollte ich doch hin. 1, 2? Ja. Ja, geil.
Danke. Genau das wollte ich. Und jetzt müssen wir als nächstes halt hier irgendwo bauen. Damit der Kreis sich langsam schließt. Das wäre dann 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier irgendwo. Im Delta. Im Flussdelta. So, der Johnny sollte da rüber gehen und das Barbarencamp auseinanderpflücken. Die haben eigentlich einen anderen Auftrag. Die sollen nämlich den jetzt, aber ich kann jetzt auch nicht dauerhaft zwei Leute abstellen, nur um den einzusperren. Schauen wir uns zuerst mal an, wie das hier aussieht. Du wartest das mal jetzt ab. Schauen wir mal, ob du am Donnerstag dann genau Stannis ziehst. Ja, das weiß ich auch nicht, ob ich das mache. Aber jetzt weiß ich zumindest, was hier abgeht. Oh, wir haben immer noch kein Government Plaza gemacht. Aber ich habe auch viel zu wenig Produktion. Wir könnten jetzt schon den Campus bauen. Wir brauchen mehr Produktion. Mehr Produktion brauchen wir. Wir müssen hier Minen. Ich muss jetzt da Minen bauen. Das bringt ja alles nichts. Und wir bauen jetzt den Campus. Ich brauche auch... Hey. So, zack. Warte. Und wir müssen hier unbedingt einen Bilder bauen. Weil sonst geht da gar nichts. Was macht der Siedler? Ha! Er verschwindet im Stadtstaat. Wo will er hin? Was ist sein Plan? Wir haben ihn verjagt. Wir haben ihn verjagt. Was willst du? Okay, tschüss. Warte mal. Jetzt geht der mal darüber. So. Und du wirst hier mal schön alles geil machen. Alles klar, wir haben ein goldenes Zeitalter. Free Inquiry Golden Age. Eureka's provide an additional 10% of technology costs. Oh, nicht schlecht. Commercial Hub in Harbor District's Gold Adjacency Bonuses provide Science. Oh! Wir haben ja diverse Häfen. Moments for all builders may purchase civilian units with faith. Builders and settlers are 30% cheaper to purchase with faith and gold. Oh, das ist gut. Das will ich. Kann ich noch was anderes? Nee, ne? Nur eins. Dann nehme ich das hier. 272 Gold pro Runde gefällt mir gut. Kann ich sehr gut mit leben. Ja. Ich brauche Siedler, noch 5 Runden. Wo ist er denn jetzt hin entschwunden, der Siedler? Okay, dann da. Aha. Aufgespießt. Jo. Okay. Das haben wir auch weg. Oh, was will sie? Ja, komm vorbei. Tschüss. Oh, was will der schon wieder? Ja, nein. Ey, willst du mich komplett veralbern? Das ist ja einfach... Nee. Das ist albern. Du willst mich komplett über den Tisch ziehen. Das lasse ich nicht mit mir machen. Was jetzt hier passiert? Oh, irgendwer ist... Ah, ja, okay. Oh. Der macht uns platt. Der macht uns platt. Major Defeat. Boah. Das ist hier eine Melee Unit, ne? Machen wir mal das. Und der hat mehr als wir. Aber... Ich verschanze mich jetzt hier. So. Und der... Darf ich hier rein? Nö, das empfindet er als Affront. Dann hilf mal ein bisschen mit. So, mehr Produktion. Hatte ich gesagt, ich baue hier eine Mine, ja, ne?
Kann man jetzt zur Not immer noch abreißen wieder. Okay, hier haben wir jetzt irgendwas fertig gebaut, und zwar das Monument. Wir haben hier 5 Produktionen, das ist einfach völlig lächerlich. Diese Stadt ist nicht besonders geil. Wir brauchen, glaube ich, am ehesten einen Hafen. Machen den hier mit +4. Und verdienen sehr viel Geld. Oh krass, der hat schon irgendwelche Ritter schon wieder ausgebildet. Ist natürlich mit meinen Pikinieren hier sehr gut. So. Wurde der beschossen? Von dem Armbrust-Johnny? Ist auch irgendwie strange, dass ich die jetzt so belage und die auf mich schießen, aber in der nächsten Runde gehört die Stadt mir. Lol. Das war, ist ja noch schneller gegangen. Hammer. Dann mache ich gar nichts. Dann verschwinde ich, damit ich nicht mehr beschossen werde. Wie komme ich hier weg? Ist einfach komplett. So. Nein! Ah, oh, verdrückt! Oh, warum habe ich mich verdrückt? Wehe, der stirbt jetzt dadurch. Oh, ich original mich verdrückt habe. Obwohl ich mich verdrücken wollte, beim Verdrücken verdrückt. Wehe, der macht mich tot. Was? Oh nein, da kommt noch ein Pikinier. Yay! Da ist unsere neue Stadt. Wie sieht's denn hier aus mit Loyalität? Na, müssen wir mal einen reinsetzen. Warum nicht Theon? Ja, komm. Der bringt doch. Ja, Loyalität. Design nach Mindenpool. Wo bist du? Da. Assign. Ich liebe ja bei Millennia die Zurückfunktion, wenn man sich verdrückt hat. Ja, das ist gut. Da hast du völlig recht. Keep City. Das ist sehr befriedigend, wenn sich eine Stadt aktiv für einen entscheidet und nicht etwa dazu gezwungen wird mit Waffengewalt. So, wir brauchen. Wie viel Geld habe ich? Oh, ich kaufe mir einfach die Bilder. Ich baue jetzt hier ein Lighthouse. Und kaufe hier ein Bilder. Und dann kann ich hier den Wald roden. Für meine Industriebezirke. Hier hätte ich das auch mal machen sollen. Ja. Machen wir erstmal die Library. Ja, sieht doch gut aus. Jetzt habe ich nervigerweise diesen kleinen Grenzabschnitt, der mich daran hindert, meine Flotte, sobald die offenen Grenzen auslaufen, kann ich hier nicht mehr mich zu meiner Stadt bewegen. Ich könnte aber hier einen Kanal bauen. Und das mache ich ja auch. Deswegen ist das alles halb so wild. So. Wop. Und du kannst da mal warten. Du gehst jetzt zum Eisen. Und das ist sehr nervig. Denn der macht mich komplett platt. Ich glaube, ich sollte mal ans Anrufer, dann habe ich den Bonus mit dem Wasser. Und
Ja, das shit. So, dann kann der mich nicht angreifen. Ja, ich glaube. Scheiß auf den Siedler, ne? Die sind stärker als ich dachte. Jo, einmal raus aus dem feindlichen Gebiet. Wenn die Grenzen, die offenen Grenzen irgendwann auslaufen und der hat seine Schiff. Der Alter Zweck der Schwede. Erziehung ist einen leeren. Und der hat seine Schiffe noch auf der Seite. Sind die auch gefangen hier, ne? Da, wenn unser Grenzvertrag ausläuft, sind die hier. Und dann. Oh, war's das. Okay, hier müssen wir schauen. Die Einheiten sind nicht schlecht. Ich werde aber den hier angreifen. Und der zieht sich mal zurück. Auch wenn das schon verlockend. Greif mich ruhig an über den Fluss. Soll mir recht sein. So. Ich möchte das eigentlich auch nutzen, um Straßen zu bauen, hier ehrlich gesagt. Oh, ich habe noch vier offene Handelsrouten. Meine Güte. Au, oh, okay. Habe ich eine Stadtquest? Nee, ne? Nope. Dann natürlich nach Myr. Obwohl, da kriege ich plus 3 Produktion. Sehe ich das richtig? Ich muss mit meinem Geld neue Händler kaufen. Und zwar, was ist denn, wenn ich von Dragonstone nach Griffin's Roost? Das muss doch eigentlich gehen. Trader. Die bringen mir ja sehr schnell wieder Geld rein. Also. Jo. So langsam könnte ich ja auch mal anfangen, mich um Dinge zu bemühen hier. Great Zimbabwe. Iron Bank, Trade Route Capacity, Trade Route Capacity. Ich habe überhaupt keine Eurekas hier, ne? Keine Heurekas. Tatsächlich. Ja, finde ich alle auch immer ganz geil. Leider nicht genug Platz, ne? Für Weltwohner. Nur auf, jetzt in der neuen Welt hätte ich mehr Platz. Vielleicht die Shipyard, ganz interessant, weil ich die ganzen Häfen habe. So, was willst du? Du wartest hier. Genau. Okay, jetzt könnte ich erstmal hier hin und das. 1, 2, 3. Was hat denn hier diese Stadt? Ja, das sollte ich machen. Aber ich will eigentlich auch jetzt hier die Wälder abreißen. Um. Aber das dauert ewig mit den Bezirken, ne? Bis ich die habe. Da muss ich ja erstmal hier dann fertig sein mit dem Lighthouse. Natürlich gibt mir das einen Bonus, wenn ich das abholze. Aber das muss noch eine Weile warten. Dieser Plan kann noch nicht sofort in die Tat umgesetzt werden. Das Mausoleum wäre wichtig. Das Mausoleum von Heliakanos. Ja, das klingt sinnvoll. Das klingt sehr sinnvoll. Genauso sinnvoll wie Zazel 11 und Coca-Colaika für den Support. Danke, Leute. Wir wollen uns hier mal heilen. Oh, die haben Krieg da. Danke, ich bin voll diplomatisch unterwegs. Alle dürfen mich besuchen kommen. Ja. Der hält sich hier mit mir auf, das ist gut. Eventuell macht der mich aber platt. Nee, das wäre ein Patt. So, und ich nehme den einfach mal so in die Zange. Müsste eigentlich gehen. So, Eisen. Und so, jetzt gucken wir mal nach
da. Science, Faith and Culture on all Coast Tiles. Ja, wer hat denn die meisten Coast Tiles hier? Gnomefresser, vielen lieben Dank. Adjacent to the Harbor. Wieso hab ich... Ich hab doch einen Harbor. Kann ich doch hier bauen. Hä? Warum? Must be adjacent to harbor owned by the city. Habe ich doch hier. Oder ist das... Warte mal. Ist das gar nicht mein Hafen? Doch, ich habe einen Hafen. Ha? Ach so, warte mal, weil das gehört mir gar nicht. Ich muss das erstmal swappen. Schätze ich, oder? Jo. Aber dann dürfte ich doch da bauen. Nee. Falsch geswappt. Warum darf ich denn da nicht bauen? Oder, ach warte, muss das ein Küstenfeld sein? Das ist ja okay. Nee, warte. Das ist ja gar nicht auf dem Wasser. Ich habe das völlig verweckt. Das ist ja überhaupt nicht auf dem Wasser, ich Trollo. Wie komme ich denn darauf, dass es auf dem Wasser ist? Das ist natürlich an Land. Ach, was habe ich denn nachher wieder in meinem Gehirn gerade gemacht? Okay, warte. Ich habe keinen Ort, wo ich das bauen kann. Das wäre natürlich, für diese Stadt wäre das natürlich perfekt. Aber ich wüsste nicht, wo ich es bauen soll. Hast du schon mal ein Mausoleum? Ja, ich weiß. Zum Glück hab ich nicht in den Chat geguckt. Sonst würde ich mich noch viel mehr schämen. Okay, wo ist dein... Da kommt dein Hafen hin. Also für die Stadt wäre das ja ein absoluter Jackpot. Science, Faith, Culture on all Coast Tiles for this city. Ich könnte... Warte mal. Aber der Damm kann nur hier hin. Hier, wie heißt das? Kanal. Kann nur hier hin. Das heißt, wenn ich jetzt da das Mausoleum baue, was eh nicht fertig wird, weil ich nicht genug Produktion habe, ist der einzige Ort, wo ich es bauen kann. Weil hier ist der Hafen. Oder hier kommt der Hafen hin. Irgendein in ferner Zukunft. Das ist alles, das wird nicht fertig. Ich meine, für die anderen Städte ist das auch nicht schlecht. Er hat seinen Hafen hier. Aber hier ist auch schon voll. Das heißt, ich könnte auch, wenn, dann nur da bauen. Für ihn ist es Quatsch mit Soße. Ja, also die Städte, die wirklich davon profitieren, die haben einfach nicht den Bauplatz dafür. Hier, finde ich, bringt es auch nicht so schrecklich viel, weil wir haben jetzt hier so ein paar Ozeanfelder, aber da ist der Hafen. Das sind dann hier drei Felder plus hier. Das eine vielleicht. Aber das gehört vielleicht auch Driftmark, ich weiß es gar nicht. Ja, könnte man zwar tauschen, aber das ist Driftmarks. Also, pff. Ja, es ist einfach leider nicht umsetzbar. So wirklich, ich weiß nicht, bei Sharpoint, die haben noch keinen Hafen. Könnte man vielleicht hier irgendwo bauen. Der Hafen muss aber eigentlich hier hin. Von Sharpoint. Oder, nee. Hier ist der beste Ort. Ich könnte auch hier machen und dann da bauen. Und dann hätte Sharpoint... Hätte das dann. Für Sharpoint ist es okay. Brauchst auch nicht unbedingt drei Industriebezirke, sagt Tsubasa. Ja, das stimmt vielleicht, aber das ist... Ich habe halt so wenig Produktion. Und das ist hier, gibt denen immer schön Boni. Ihr seht ja, wie ewig das hier alles dauert. Wird ja nichts fertig. Das ist die einzige Stadt. Dragonstone ist die einzige, die ein bisschen Produktion hat. So, ich hatte gesagt, in diese Richtung grob wollen wir uns bewegen. Und
Eins, zwei, drei, eins, zwei, hier so, ne? Was hatte ich jetzt gesagt? Nicht zu weit unten, da kann ich hier noch eins bauen. Also hier. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann wäre das der zweite Ring. Hier wäre schon nicht schlecht. Da oder sogar da. Eins, zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Vielleicht sogar auf der Seite des Flusses. Vielleicht sogar hier. Aber da hat er kaum. Keine Produktion. So, Dragonstone, genau. Warum kann er denn nicht hier hin? Mich veralbern? Warum kann ich denn jetzt hier keine Straße bauen? Das ist doch Quatsch. Finde ich scheiße. Ah, nehme ich die Produktion von Mühe mit. Zwar alles gut, kriegt Geld, alles gut, aber so. Aber ich baue jetzt mal hier einfach noch, ne? Habe ich die Kohle? Ja, ich baue das jetzt. Ich baue da jetzt einen Trader. Ich will hier eine Straße haben. Ich sehe das nicht ein. Und so. Shipyards geben die Produktion, ja. Ja, die Fabriken geben im Umkreis Produktion. Das stimmt. Und das Geile daran ist, erstmal kriegen wir gleich die Chipyard. Das dauert aber noch eine Weile. Oh, warte mal, bilde Lumbermill. Dafür kriege ich das Heureka. Ja, warte mal. Das nehme ich doch noch mit. Das nehme ich doch noch mit. Ich habe einfach überhaupt keinen Wald. Da ist Wald. Da ist Wald. So, ich baue jetzt hier ganz schnell. Kein Geld. Dann muss ich das hier oben machen. Sieben Runden. Jetzt hier eine Lumbermill baue. Dauert ewig. Aber egal, dann nehme ich das Heureka nämlich noch mit. Genau, was ich sagen wollte ist folgendes. Es gibt nämlich einen, weil gerade Tsubasa gesagt hat, dass die Fabriken ja diesen Umkreis, also die geben im Industriebezirk, pass auf, ich fange nochmal neu an. In diesen Industriebezirken kann man ja Gebäude bauen. Und zwar... Hey, entschuldigen Sie. Pass auf. Was ist das? Ja. So. Und zwar. Hier. Also man kann. Workshop ist das erste. Und dann, glaube ich, kommt Factory. Und dann kommen die Kraftwerke. Und ich glaube, Factory... Bin mir nicht sicher, ob das schon ab Factory oder ab dem Kraftwerk ist. Aber da. Its production bonus is extended to all city centers within six tiles that do not already have a bonus from this building type. Das heißt, ab Factory... Gilt das auch schon für Workshop? Nee. Okay, ab Factory... bekommt man nur einmal den Bonus. Das heißt, sechs Tiles, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, also alle sind sozusagen innerhalb von sechs Feldern und würden dann diesen Bonus nicht bekommen. Was dann natürlich eine Verschwendung ist. Aber es gibt ja immer noch Magnus, also known as Davos. Und Davos hat einen geilen Skill. Hoffentlich hat er den noch. Und zwar diesen hier. Vertical Integration. This city receives production from all nearby industrial zone buildings with regional bonuses, not just the first.
from all nearby industrial zone buildings. So, das bedeutet, wenn ich jetzt Davos in eine dieser drei Städte setze, und das wäre ja eh mein Plan, weil langfristig gesehen soll ja Greyjoy hier rein, um die Stadt vor dem Vulkan zu schützen, dann würde jetzt die Stadt, die Davos bekommt, von drei Industrial Zones den Bonus erhalten. Und das stackt halt ziemlich geil. Dann wären das halt whatever. Das, wie viel kriege ich da raus? 9 oder so? Pro. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber es stackt sich richtig geil. Und wenn man das dann noch kombiniert, zum Beispiel mit dem Weltwunder Ruhrgebiet. Warte mal. Ich guck mal, heißt das hier auch Ruhrgebiet? Ruhr Valley heißt es. Wenn man das noch macht, 20 plus 20 Production in this city and plus 1 Production for each mine and quarry in the city. Must be built along a river adjacent to an industrial zone district with a factory. Das heißt, nochmal 20% obendrauf. Und wenn ich das, dann müsste ich dann ja hier bauen. Das ist, glaube ich, der einzige Platz. Wobei ich nicht weiß, ob man das auf dem Hügel bauen darf. Sonst müsste ich hier die Trüffel abreißen. Vermutlich. Ich weiß nicht, ob das auf dem Hügel. Ja, nochmal kurz gucken. Muss an einem Fluss. Adjacent to a river. Steht aber nicht, dass das nicht auf dem Hügel gebaut werden darf. Okay, also. Plus 1000 Tourism from Rock Concerts, auch geil. Zurück zum Plan. Adjacent to a river kann ich nicht mit dienen, befürchte ich. Nope. Schade. Das heißt, das kommt hier leider gar nicht in Frage. Aber nehmen wir an, ich hätte jetzt hier noch einen Fluss und ich würde dann noch das Weltwunder da reinballern, dann hätte ich nicht nur von diesen drei Industriegebieten den Bonus, sondern auch noch plus 20% Produktionsbonus durch das Ruhrgebiet. Und man könnte es ja theoretisch auch noch auf die Spitze treiben, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich packe das nach, wo sind wir denn hier, Driftmark. Dann hätte ich diese drei. Und dann könnte ich ja theoretisch immer noch auch von Sharpoint, wenn ich jetzt hier noch einen Industrial-Bezirk baue, dann hätte ich noch einen vierten Industrial-Bezirk. Dann hätte ich den Bonus von 4 Industriebezirken in Driftmark durch Davos. Plus eventuell dieses Ding, was ich nicht bauen kann, das Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, was mit Dragonstone ist. Ich glaube. Ach lol, ich könnte sogar hier auch noch eins bauen. Dann wären das 5. Dann hätte Driftmark 5 Industriegebiete. So. Langfristig werden die Landstädte im Osten viel mehr Produktion haben, muss von Anfang an einen guten Plan haben. Ja, das ist natürlich ehrlich gesagt im Multiplayer nicht möglich. Weil. Habe ich Zipfler Danke gesagt? Weiß ich nicht mehr. Danke, Zipfler. Genau, also ey, man kann viel planen und ich weiß, die Bezirke kannst du planen, Weltwunder kannst du natürlich nicht planen, aber mir gefällt das, so ein Superlativ anzustreben. Ach, die Strategie-Ecke übt auch. Von daher mag ich das, aber klar, hier habe ich viel mehr Raum. Da ist natürlich alles mega eng, aber hier könnte ich richtig geil planen. Aber nochmal, im Multiplayer vergesst es. Das ist einfach zu schnell und da kann man sich nicht in Ruhe, man darf ja auch nicht mal diese Nadeln setzen, das kann man deswegen auch nicht alles im Kopf behalten. Wenn man sich die Nadeln setzt, kann man das alles schnell planen und man hat keinen Zeitdruck und so. Das ist halt im Singleplayer ein bisschen anders. Von daher, das wird halt am Donnerstag nicht passieren. Horror Maniac schreibt, ich bin froh, dass du momentan so viel online bist hier. Ich ist ja sowieso schon immer sehr unterhaltsam, vielen lieben Dank. Und ich bin gerade in einer schwierigen Phase, wo ich auch selber viel verbockt habe. Und das ist einfach auch mal ein Abschalten, ein Eintauchen in eine andere Welt. Gerne. Ey, aber weißt du was? Horror Maniac,
jeder verbockt was. Wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben schon alles verbockt habe. Und tröste dich in dem Wissen, dass du nicht alleine bist. Und die Leute geben sich immer sehr viel Mühe, perfekt zu sein oder zu wirken, weil die wenigsten Bock drauf haben, ihre vermeintlich schwachen Seiten zu offenbaren, zu zeigen. Und deswegen hat man immer latent das Gefühl, alle anderen sind besser und unfehlbarer als man selbst. Aber das ist total Quatsch. Alle strugglen, alle verbocken Sachen. Und du wirst dich davon erholen und auch wieder gute Erlebnisse haben. Klingt ein bisschen nach einem Phrasenschwein, aber ist wirklich so. Von daher, häng nicht deinen Fehlern nach. Guck in die Zukunft und lerne aus deinen Fehlern. Und das machen wir alle. Und das ist auch das einzig Sinnvolle an Fehlern, dass man eben daraus lernen kann. Zurück zum Spiel. Das ist natürlich mega fett, wenn das alles gelingt, aber was baust du denn in der Stadt? Gibt dir keinen Platz mehr. Okay, Einheiten gingen natürlich. Ja, ich kann Einheiten ballern. Ich kann natürlich leider keine Weltwunder und so bauen, da hast du völlig recht. Aber ich könnte Produktion umwandeln auch in Forschung oder in irgendwas anderes. Und wie gesagt, Truppen kann man natürlich raus. Ich kann leider hier kein Camp, also keine Kaserne oder so mehr bauen, einfach in Ermangelung an Platz. Deswegen kann ich eigentlich nur Schiffe bauen, aber ja, geiler ist es natürlich, wenn man dann irgendwo auch Weltwunder und so ballert. Aber nur weil ich das, guck mal, klar, ich kann jetzt Magnus auch hier irgendwo hinpacken und sagen, ich baue hier zum Beispiel, haben wir so ein Cluster an 4 Städten. Und es können ja noch mehr werden. Vielleicht sogar. Können natürlich auch sagen, wir machen das hier. Und ballern das hier nicht hin, sondern machen hier so ein Cluster irgendwie. Wobei das auch reicht, wenn die alle 4 Industriebezirk bauen, dann reicht das ja auch schon für den Bonus. Ohne Stannis hätte man die Option ja auch gar nicht. Doch, das ist nicht an dem Leader gekoppelt. Das kannst du mit allen machen. Das ist nicht am Leader, sondern das ist halt am Governor. Das ist halt der Davos. Und den haben ja alle. Das ist quasi das Pendant zu Magnus. Guck mal, die bauen hier alle Campus-Bezirke. Das heißt, es gibt bald auch ein bisschen mehr Forschung, wo wir... Ja, wir stehen noch okay da mit der Forschung. Ach so, nach Osten zu gehen. Ja, da hast du recht. Stannis, deswegen habe ich jetzt auch für dieses Probespiel mal Stannis ausgewählt, weil ich einmal wissen wollte, wie das für den aussieht, weil alle anderen Nationen, die am Donnerstag kommen, haben ganz offensichtlich kaum mehr Raum, irgendwo zu siedeln. Weil die Grenzen alle schon dicht sind. Sodass im Prinzip eigentlich nur Stannis, der hat ja auch nur 3 Städte am Anfang, kann überhaupt sich noch ausbreiten und muss sich auch ausbreiten, weil ihr habt ja gesehen, diese Stadt hatten wir gar nicht. Diese 4 Städte hatten wir. Und die haben ja nichts. Also, wenn der nicht schnell expandiert, Stannis, ist der hinüber. Was soll der machen? Der kann ja gar nichts machen. Der muss so schnell wie es geht hier rüber. Und ich weiß nicht, ob quasi Dorn und The Vale, ob die von manuellen Spielern bespielt werden können oder ob das KI ist oder ob die Map kleiner ist. Ich check's noch nicht so ganz, weil es sind ja weniger Spieler als Völker hier. Ob die dann weg sind oder, obwohl wenn die weg wären, wär ja wieder Siedelraum. Wahrscheinlich werden die von KI gespielt. Nehme ich mal an. Der Norden wird frei sein, da der Norden nicht gespielt wird. Okay, dann ist es kleiner. Dann ist das hier weg. Und das ist weg. Okay, dann haben wir wahrscheinlich, ist dann hier ein Sense oder was? Keine Ahnung. Aber dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist immer noch zu viel. Naja, ich werde es schon sehen.
Jedenfalls, was ich damit sagen wollte, ist, Stannis Baratheon ist die einzige der Gruppen, mit der man hier wirklich noch ein bisschen expandieren muss. Und deswegen habe ich die jetzt mal genommen. Bei Gaius war gestern Dorne nicht dabei. Ja, okay, ist das im Süden vielleicht auch noch raus? Dieses Gebiet hier. Dann sind wir 1, 2, 3, 4. Was ist das? Die sind wahrscheinlich auch raus, oder? Das ist ja viel zu klein. Die haben auch keine Chance. Die werden wahrscheinlich auch raus sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, irgendwie so wird es sein. Wo waren wir stehen geblieben? Dragonstone, genau. Dragonstone hat einen akzeptablen Output an Produktion. Wir können... Oh Mann, ey. Jetzt überlege ich, wie ich das mache. Ich könnte da noch einen Campus bauen. Ich könnte hier die Industrie bauen. Ich baue aber, glaube ich, erstmal... Geld. Mit Geld kriegst du früher oder später alles. So, wo ist denn jetzt mein Siedler? Da. Der braucht noch eine Weile. Oh, was willst du spielen? Nee, das ist einfach... Ich fühle mich wirklich beleidigt. Du hast geilen Scheiß. Gib mir doch einfach was von deinem geilen Scheiß. Wieso bietest du mir nicht zum Beispiel das hier an? Das habe ich nämlich nicht. Und dann gebe ich dir noch... Ah, Muschel hast du selber. Gebe ich dir noch Baumwolle und du gibst mir noch eine Erdbeere oder Silber. Ist mir doch völlig egal. Da. Nee, was? Nein, nicht zwei. Eins. Eins. Was wollte ich dir noch geben? Nix. Mist. Ja, okay, darauf wird er sich natürlich nicht einlassen. So. Der gibt dir auch 2 für 1. Ja, meinst du? Ich trottel, das wurde ja vorher angezeigt, ne? Hab ich gar nicht richtig drauf geachtet. Ja, stimmt. Hätte ich mal ein bisschen besser... Egal. So. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich denn keinen Landweg nach Sun machen? Hä? Why? Warum geht das nicht? Ja, der war noch grün. Ich habe da nicht richtig drauf geachtet, weil das eigentlich eher selten ist, dass sich jemand auf so einen Deal einlässt. Aber in dem Fall habe ich es natürlich dann ein bisschen verbockt. So, was wollte ich sagen? Das checke ich nicht, warum ich hier nicht hingehen kann. Hier habe ich noch keine Straße, oder? Dann gehen wir nach Pentos. Nur für die Straße. Für lächerlich wenig Geld. Ich habe. Nee, das ist nur sortiert. Das, wenn ich jetzt sage All, geht es trotzdem nicht, weil das nur die Sortierung ist. So, hier mache ich jetzt wieder auf Gold. Und dann gehen wir. No. Pentos. Okay. Ich überlege gerade, ob ich das mit den Industriebezirken nochmal überdenke und Magnus, aka Davos, wirklich hier reinsetze. Der Gedanke verlockt mich gerade. Und ich könnte hier auch... naja. Ich krieg's nicht geclustert wirklich, leider. Weil ich habe hier nichts... Kann nichts, kein Aquädukt bauen. Kein Kanal bauen. Hier... Ja. Ich könnte vielleicht einen Staudamm bauen. Irgendwo. Ach, keine Ahnung, ich mach das jetzt hier. Ist mir egal. Da ging ein Weg durch? Hm.
So, genau, ich wollte jetzt hier eine Sägegeschichte machen. Jetzt haben wir das Heurika, perfekt. Das heißt, gleich ist der Weg zur Shipyard frei. Die gibt uns dann Production hoffentlich. Und du gehst jetzt dann wieder zurück da lang. Ja. Die Leute können den Model T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Ja. Okay, dann. Banking ist vielleicht nicht schlecht. Wir haben so schrecklich viel haben wir gar nicht von den Finanzdistrikten. Das finde ich ja immer ganz geil. Alle Weltwunder, die einem mehr Politikkarten ermöglichen, finde ich immer sehr charmant. Und guck mal nach hier oben. Ah, da ist noch einer. Schwein. Oh, hi. Was ist los? Okay, einfach nur ein bisschen geklugscheißert. Was haben wir jetzt? Ah ja. Wir dürfen nicht aufhören zu entdecken. Oh. Und wenn wir alles entdecken. Haben. Yo, das ist ganz gut. Die übernehmen wir. Danke, die Zeitalterpunkte. So. Jetzt nehmen wir Folgendes. Erstmal noch eine diplomatische. 15% faster growth and 3 loyalty per turn for cities on not on your original capital cotton. Das müsste eigentlich ja bei mir der Fall sein. Dann Siedler. Ja. Produziere ich gerade nicht mehr so viele, aber müsste ich eigentlich machen. So, jetzt müssen wir eigentlich diese Sachen hier alle unterbringen. Und zwar Harbor Adjacency Districts und dann auch eigentlich Campus. Weil wir bauen gerade ganz viele Campi. Aber Siedler müssen wir auch noch bauen. Wir müssen noch. Oh, aber Siedler können wir eigentlich auch kaufen. Aber die waren so teuer. Aber wir machen pro Runde 262 Öcken. Also ich glaube, wir machen mal jetzt. Scheiß drauf, ich kaufe jetzt sie gleich. Guck mal, ob ich das hinkriege. Und dann machen wir. Was haben wir denn hier noch? Production, Industrial, Truppen muss ich gerade nicht kaufen. Vielleicht können wir sogar das hier noch kurz machen. Den letzten Barbaren nochmal eben in Ruhe weghauen. Hier war doch gerade noch einer, oder nicht? Da. Ja, der ist eigentlich nicht mehr unser Problem. So. Jetzt, erstmal das hier, du baust mal. Eddie Spaghetti! Hi Leute, vielen Dank für den Raid. Was geht ab? Es gab's bei euch Destiny, ne? Destiny's calling. Destiny is calling me. Wir spielen Civilization, wie ihr seht. Ein sehr gutes Spiel, vielleicht das beste Spiel. Und schade, dass Eddie das nicht mag. Aber es ist geil. Und am Donnerstag haben wir unseren Strategiegipfel und da spielen wir diese Map, die ich mir schon mal vorab ein bisschen angucke. Und überlege, was wir gerade machen. Ich glaube, wir bauen mal so einen schönen Siege Storeroom. Das ist das einzigartige Gebäude in dieser Map. Es ist eine Game of Thrones Karte. Alles ist hier mit Game of Thrones Charakteren gebaut. Und ihr könnt die Mod natürlich auch runterladen. Ich
habe es zu Beginn des Streams auch gezeigt. Geht ihr einfach in den Workshop auf Steam bei Civilization und abonniert diese Map, die heißt A Song of Ice and Fire, glaube ich. Wie das Buch auch. Und dann könnt ihr die spielen. So, wir bauen hier mal ein bisschen Baumwolle. Ja, das ist doch ein Traum. Eine Traumwolle. Ich baue das, ich mache das hier einfach. Ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde nicht mehr wanken. Aber das dauert eh noch ewig, bis wir an den Punkt. Ach, ich wollte ja einen Siedler kaufen. Wieso? Habe ich das denn jetzt nicht gemacht? Campus! Yay! Unser Campus ist fertig. Das hat aber auch gedauert. So. Wo kann ich denn mal... Hier wäre eigentlich am besten, aber ich glaube... Absurd teuer. Sind die in allen Städten gleich teuer? Oder ist das irgendwie gekoppelt an Stadtgröße und so? Nee. Überall absurd gleich teuer. Aber dann... kaufe ich... Ich glaube, wir müssen diese beiden Felder hier nochmal... Sonst ist hier irgendwann auch wieder zu. Aber wir kaufen erstmal hier einen Siedler und dann... Bl, 1, 2, 3. 1, 2, hier irgendwo hin, ne? 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, wir haben hier wieder nicht so viele Hügel, leider. Also vielleicht sogar auf dem... Ne, nicht auf dem Luxusgut. Auf dem Hügel ist auch kacke. Das ist eigentlich auch kacke. Vielleicht dann doch hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, vielleicht dann... ich muss ja ans Wasser ran. Also entweder da. 1, 2. Aber das ist zu dicht an dem. Und das ist eigentlich schon wieder zu weit weg. Hier ist eigentlich schon wieder fast zu weit weg. Und da ist Holz. Da könnte ich eine Sägemühle bauen. Ich habe sonst hier keine Produktion. Ich habe hier nur so Plains. Ich habe einen Hügel... Hier ist ein bisschen Hügelei, aber da muss ich eigentlich auch mit dem noch ran. 1, 2, 3, zumindest den. Hier oben auch. Bap, 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 bap. Ja, Grasland Hills ist alles nicht so geil. Wer hat es denn schneller erst? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja, er muss über den Fluss. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube fast, dass er schneller ist, weil er hat hier Hügel und Fluss. Ich glaube, von hier geht es schneller. Also da... Das ist zu nah dran. Hier ist es eigentlich zu weit weg. Vielleicht muss ich doch in den Wald. Aber das wäre Verschwendung. Ich brauche doch irgendwo noch Produktion. Ich habe hier doch nichts. Und ich muss auch ans Wasser natürlich. Und ich krieg da auch, dass die Produktion ist, glaube ich, dann hier einfach verschwendet. Ich krieg die nicht mehr. Wenn ich da eine Stadt baue, kriege ich sowieso eins Produktion. Also das wäre verschwendet einfach. Das ist eine... Alles ist nicht so richtig ideal. Ich glaube vielleicht dann am ehesten im Wald oder hier. 1, 2, 3. Ja, wir gehen hier hin. Nee. Nee, das ist Quatsch. Denn wenn dann dahin. 1, 2. Ja, da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, gehen wir dahin. Komm. Lächerlich weit auseinander, ne? Aber sie haben halt sehr wenig Sachen hier. Ich kaufe jetzt einen Siedler. Und dann gehen wir dahin. Okay, wir sind wieder hier in Driftmark. Und Driftmark baut mal eine Shipyard. Dafür kriegen wir 8 Produktion. Das ist das, was wir brauchen, Leute. Das ist das, was wir brauchen. Und wir können jetzt auch die Holy Site bauen. Wir würden hier 8 Glauben abstauben. Und wir brauchen nicht so wirklich Glauben eigentlich. Aber ich finde 8 total geil. Nehmen wir erstmal die Library. Okay, da kommen wir eh nicht ran. Das ist außerhalb unseres Einzugsgebiets.
Deswegen. Machen wir hier nochmal Sägemühle. Oh, da ist noch ein Bösmann. Wo bauen wir Häuser? Häusings hier. Tatsächlich. Die Ecke. Da kommt die Ecke. Hallo Ecke. Du hast geübt, oder? Ich glaube, dass du geübt hast, Ecke. Aber das ist okay. Ich übe auch. Also was heißt übe? Ich gucke mir die Map an und hab das Gefühl, warte mal, wen greife ich denn eigentlich an? Nee, ich bleib hier lieber stehen. Ich weiß nicht, ob der das will. Da ist der Siedler. Ich habe dir gesagt, ich gehe. Was habe ich jetzt gesagt? Da, oder? 1, 2? Nee, da habe ich gesagt. 1, 2. Da ist die Stadt. 1, 2. 1, 2. Und dann 1, 2, 3. Ja, hier habe ich gesagt. Da gehen wir jetzt hin. Und dann passen wir mal auf, dass hier kein Bösling kommt. Ich habe schon Bock auf Donnerstag. Das gibt ein ordentliches Ackermatsch. Hab mir auch nur die Fraktion und die Karte angeschaut. Ja. Ich habe, glaube ich, eine falsche Karte. Die ist zu groß. Das irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber so ist das halt im Leben. Ich freue mich auch auf Donnerstag. Ich liebe diese Events. Und normalerweise sehen wir uns ja immer nur online. Der Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, und diesmal sind wir im Studio zusammen. Für den öffentlichen Dienst ablegen muss. Was wollen wir haben? Nix. Das wäre noch interessant. Besser als das. Für wirklich üben habe ich keine Zeit. Ja, das sagst du jetzt einfach so. Aber bei dir ist ja Civilization spielen ist ja eigentlich so, oder? Das machst du doch eh. Das ist doch dein Ding. Du bist doch die Ecke. Was baue ich denn jetzt? Ich habe immer noch nicht meinen Regierungsbezirk gebaut. Das vernachlässige ich immer. Diesen Regierungsbezirk. Ich weiß nicht, warum ich das nicht ernst nehme. Wo will ich denn jetzt hin? Ich weiß auch nicht, wo ich hin will. Was sind denn hier die wichtigen Karten? 50% Towards Settlers. Ist das eine zusätzliche Karte? Kann man zwei davon ausspielen? Nee, die ersetzt die doch. Ah, okay, die macht beides. Scorched Earth. Das ist eine interessante Karte. Jetzt ein bisschen zu spät fast schon. So. Shipyard muss es sein. Give me the Shipyard. Wie stehen wir eigentlich hier gerade da? Punktemäßig. Na, ja, geht so. Oh no! Trockenheit. Trockenheit. Ja, ich mach mal da nochmal das hier. Bisschen Produktion brauchen wir. Ist wichtig. So, gerade passiert nicht so viel. Außer ein bisschen Siedler bauen vielleicht noch. Was das Schießpulver für den Krieg getan hat. Diesmal bin ich dann auch nicht so nervös, aber der dröge Typ mit dem rundenbasierten Kopf bin ich weiterhin. Der rundenbasierte Kopf. Ah, wir sind schon angekommen. Warst du so nervös letztes Mal? Ging doch, oder? Was machen wir einfach schon? Oh. Was ist das denn? Wo kommt der denn her? Wurde der gerade weggequetscht, oder was? Tatsächlich. Oh, das ist ja mega mies. Weil, nein, weil mir der Stadtstaat gemobst wurde. Wer macht denn solche Unannehmlichkeiten, Scherereien? Oh, Doran Martell, Schwein. Trigger an Inspiration for the Enlightenment.
Ja, das müssen wir uns zurückholen gleich. Das ist ja eine miese Kacke hier. Bin ich kein Fan von seinem. Oh, wir brauchen mehr Annehmlichkeiten. Warum hat der so wenig Annehmlichkeiten? Weil wir noch nicht verbunden sind mit dem Rest. Dann machen wir doch einfach Folgendes. Wir kaufen einen Siedler und dann holen wir uns da gleich diese Luxusressource und dann muss er doch happy sein. Und dann bauen wir hier mal. Boah, das dauert hier alles einfach ewig. Hier ist wirklich gar nichts. No production. Ja, der muss jetzt hier warten, leider. Der spioniert. Ach, was willst du denn Feines? Ne, der will mir wieder. Na, 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 na. Ich hab richtig viel Geld. Ich brauche eher. Nope, kann er mir nichts geben. Was? Nee. Cancel Deal. That's a shame. Ja, der Typ ist. Ich trau dem auch nicht. Ich trau dem einfach nicht. Mit wem kann ich denn noch mal handeln? Orangen habe ich selber. Nope. Ja, der hat immer sehr viel Sachen, aber der hat auch keinen Bedarf an irgendwas. Muscheln hat er selber. 7 Stück. Wieso hat er 7 Muscheln? Schildkröten hat er auch, also ich kann dem einfach nichts bieten. Mit dem habe ich doch gerade schon gesprochen, oder? Alter! Okay, das könnte ich ihm geben. Und du gibst mir mal Amber. Oh. Und wie wär's mit. Ne, den Rest habe ich selbst. Wahl. Oh, der gibt mir 3 Sachen. Der ist völlig irre. Oder einfach sehr nett. Lol. Okay. Einfach 1 zu 3 getauscht. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr. Groß zum Handeln. Oh doch. Aber er hat nichts. Loser. Mit der war ich doch gerade schon. Hier, was ist mit dir? Das ist die Verrückte. Hat auch nichts. Ja. Und das ist der etwas Unfähige. Oh, der Tee. Oh, guck mal. Und Basilikum oder was das. Nee, Oliven sind das. Okay. Pass auf. Ich gebe dir das und du gibst mir Tee und das. Ja, wir sind die allerbesten Freunde. So. Das hat aber wahrscheinlich jetzt. Die sind noch nicht mit dem Handels. Oh, doch, hier, das passt schon. Ja, alle sind happy jetzt. Geil. Man muss einfach immer handeln. Wie Hans Handelmann. Und jetzt brauchen wir auch diese Orange da gar nicht mehr kapern. Machen wir natürlich trotzdem. 30 Runden genau. Nee, das kaufen wir uns. Okay. Ich verstehe das nicht. Warum ich nicht. Ich verstehe es nicht. Warum kann ich nicht dahin gehen, wo ich will? Warum kann ich nicht nach Weeping Town und da eine Straße bauen? Ist die Stadt zu klein wegen der. Also das. Ist die Reichweite. Nee, die ist ja auch eine Fünferstadt. Das muss doch passen. Checkt das einer von euch? Das mit Gold hat nichts zu tun, glaube ich. Guck mal. Es ist immer noch nicht da. Doch, warte mal. What? Okay, weil ich da kein Gold kriege. Okay, jetzt. Alles klar, ihr hattet doch recht. Das heißt, er blendet alle Routen aus. Ich dachte, das wäre nur ein Filter. Und die ohne Gold kommen einfach am Ende. Aber der nimmt die komplett raus, wenn ich kein Gold bekomme. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Ein bisschen gedauert. Alles klar. Jetzt habe ich es gecheckt. You are right and I was wrong. You were right. I was wrong. Oh, was ist das? Oh, der fühlt sich richtig betrogen gerade.
Der war seit 100 Jahren unterwegs, den habe ich voll vergessen. Der ist den ganzen Weg hier rüber so, oh Gott, die sind seit Generationen, sind die unterwegs. Und die ganze Zeit haben sie davon gesprochen, wenn sie ins gelobte Land kommen, ja, wir wissen schon, das ist dann so ein Flussdelta, wo wir siedeln und das ist schon alles vorbereitet und da gibt es Orangen. Und da habe ich die vergessen und jetzt, ja. Jetzt dürfen sie aber woanders siedeln und zwar hier so, in diesem Gebiet, wo einfach nichts ist. Keine Produktion. Da ist ein Hügel. Ich glaube, wir gehen einfach dahin. Und er hier. Gibt's hier noch? Da ist noch was. Kann ich die eigentlich mal mittlerweile upgraden? Ja. Wahrscheinlich immer noch nicht. Da ist das. Ich guck mal, ob da noch ein Camp ist. Was wollte ich mit dem denn machen? Schon wieder vergessen. Warum habe ich da jetzt gleich einen gebaut? Ich glaube, ich wollte hier abbauen, ne? Fürs Industriegebiet. Oder? Oh, Shipyard. Ja, krass. Okay. Shipyard. Und dann gehst du mal da und machst mal den Wald weg. Wobei, der noch könnte ich da auch ein Sägewerk bauen. Wäre auch nicht schlecht. Einfach alles voller Sägewerke machen. Aber das ist nicht so geil wie unser Plan. Ja, Industrial. Ja, hier hätten wir auch überlegt. Ne? Industrial Zone. Hier krieg ich gar nichts. Das können wir auch mal kaufen, das Feld. Erstmal University. Forschung ist gut, wir sind die Besten. Jetzt ist es eh. Was soll uns passieren? Der ist krass hier. Den müssen wir irgendwann platt machen. Rob Stark. Ist ja auch völlig lächerlich, was der hier für ein Gebiet hat. Während wir uns hier diese kleinen süßen Städtchen bauen müssen. Der macht uns platt. Ja. Ist das ein Hügel? Nee. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Meine Soldaten sind alle ein bisschen schwach. Okay, Shipyard is the place to be. Wir brauchen das. Wir brauchen die. Das dauert ewig, weil die nichts haben. Jo. Hier wollte ich ja hin. Oh, da ploppen die ganzen Städte auf. Ist doch geil. Okay. Und okay. Komm ich da noch rüber? Nee, komm ich nicht. So. Okay. Wisst ihr was, Freunde? Ich muss morgen früh frisch und ausgeruht im Büro sein. Deswegen machen wir kurz mal Pause hier. Das war eine coole Runde Civilization. Ich muss irgendwann zum Ende kommen, sonst spiele ich die ganze Zeit durch bis morgen früh. Noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Jetzt weiß ich zumindest mal, was mich hier erwartet, wie die Map aussieht. Das war, finde ich, ein ganz gutes Warmspielen für Donnerstag. Ab 18:30 auf Rocket Beans TV zocken wir in Illustra Runde Civilization im Studio. Das wird köstlich werden. Und das hier ist die Map, die wir spielen, oder das Szenario, die Mod. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Und laut Plan sollte dieses Video eigentlich am Dienstag hochgeladen werden. Das heißt, ihr habt noch 2 Tage Zeit, euch mental darauf vorzubereiten, was am Donnerstag passiert. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Mach's gut.